Fiat kann heute zum ersten Mal deutscher Meister werden. Und deswegen haben wir den richtigen, den einzigen richtigen Gast hier. Hier ist Rainer Kallmund, meine Damen und Herren. Kalli, du siehst hervorragend aus, stehst aufrecht, aber sag mal ehrlich, wie sieht's innen aus? Das wird mir keiner glauben, ich bin nervös wie Bolle, nicht bei der Uhr. Ja, das ist so, ob du da jetzt zwingst, ich mag das ja. Mir geht die Düse 1:1000, ich habe nach wie vor Angst. Ich habe Verständnis für alle, die da heute einladen, auch für dich, der sagt, die stehen kurz davor. Ja. Ich werde sagen, wenn es rechnerisch perfekt ist, dann bin ich bereit zu jubeln, die ganze Nacht zu feiern, über alles zu diskutieren, aber erst dann. Das hängt mit meinem Fitzekusen-Bacillus zusammen. Ja. Wir sind so oft zweite, wo man einen Puckel runterrutschen kann, sagt jetzt auch, wir sind ja ganz vorne. Ich freue mich, dass du alles möglich gemacht hast, hier heute zu uns zum Stahlwerk Doppelpass zu kommen. Wenn wir mal nach Leverkusen schauen, unser Reporter Manni Sittelmeier ist ja auch schon da vor Ort und da ist schon, guck mal, da ist schon richtig viel los. Da ist mehr los als früher bei dir im Stadion, also jetzt vor dem Stadion. Nee, nee. Also wir freuen uns auf Stimmungsberichte aus Leverkusen und auf eine tolle Sendung mit weiteren Gästen. Kalli, du darfst Platz nehmen und ja, ich freue mich. Dir will ich aber noch eins sagen, wo wir im Champions League Endspiel waren. Ja. Da haben wir ja Barcelona besiegt. Da war damals zu der Zeit Meister Juventus Turin. Ja. Wir haben Arsenal rausgeschmissen, Liverpool, Manu im Endspiel unglücklich verloren. Und wisst ihr was, du mit dem Sender RTL, ihr hattet bei diesem Spiel von den kleinen Leverkusen die höchste Quote, noch eine höhere wie davor bei Bayern München, wo der natürlich der Quotenbringer ist, dann war das mal ausnahmsweise so. Ich setz mich. Wir überziehen ja jetzt schon. Ich freue mich, dass der Sportdirektor des FC Augsburg hier zu uns kommt. Hier ist Marinko Rugiorendic. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen, Marinko Rugiorendic, der natürlich von Ayo von Adel und Band hier rein begleitet wird. Schön, dass du da bist. Und du hast mir vorhin schon gesagt, ich darf Jure zu dir sagen. Genau. Das macht es mir leichter. Sonst stolper ich da immer drüber. Ihr seid richtig gut unterwegs in der Saison. Greift ihr jetzt an auf Europa oder guckt ihr immer noch in den Rückspiegel? Ja, zuallererst, glaube ich, war es wichtig, am letzten Wochenende gegen Union oder am Freitag gegen Union das Spiel zu gewinnen und den ersten Matchball für uns in Richtung Ligaerhalt zu verwerten. Den haben wir, den Rückspiegel haben wir zugemacht und jetzt schauen wir einfach, wohin uns die Reise führen wird. Also wir freuen uns auf den Besuch von dir, auf die Themen, die wir mit dir besprechen können, aber wir wollen natürlich auch das aktuelle Geschehen dieses Spieltags beleuchten. Die Bayern haben gewonnen gegen den ersten FC Köln, Dortmund kämpft weiter um die Champions League-Teilnahme und da gab es auch Aufregerszenen, da haben wir exklusive Informationen und Funk vom Schiedsrichter. Da gab es diese Geschichte mit dem Elfmeter, der dann zurückgenommen wurde. Als das haben wir alles in der Sendung, auch den Abstiegskampf und besprechen das mit folgenden weiteren Gästen. Er kennt sich aus mit Abstiegskampf, hat das erfolgreich schon hinter sich gebracht, damals in Bochum, war bei Schalke auch Trainer. Herzlich willkommen, Thomas Reis, guten Morgen. Guten Morgen. Außerdem freue ich mich auf den Besuch als Moderator, als Buchautor und Podcast-Host. Markus Kafka ist hier. Schönen guten Morgen. Und direkt neben ihm Stefan Effenberg. Grüß dich, Effe. Und natürlich, wir haben ja auch ein bisschen anders angefangen. Natürlich dreht sich, auch wenn Kalli das alles noch nicht hören kann, dreht sich vieles in dieser Sendung um Bayer 04 Leverkusen und die mögliche, ziemlich wahrscheinliche erste Meisterschaft. Ruth Hofmann ist hier, herzlich willkommen und sie hat die Frage der Woche und die geht in die Richtung. Schönen guten Morgen. Ja, ist heute Schluss mit Vizekusen und kann sich Kalli entspannen nach dem 17:30 Spiel. Wissen wir mehr, ob dann nach vielen Jahren nicht Bayern München in die Meisterschale graviert wird, sondern Bayer 04 Leverkusen. Und man muss ja sagen, der Club, der immer mal wieder auch belächelt wurde für schlechte Stimmung, zu wenig Fans und als Vizekusen verspottet, sammelt
jede Menge Sympathien in dieser Saison. Sie spielen einfach mitreißenden Fußball. Das Triple ist ja sogar noch möglich. Die Fans strömen ins Stadion. Also da ist einiges noch dazugekommen. Und vor allem ist es so, dass man mit einem Trainer da vorne steht, um den sie auch beneidet werden in ganz Europa. Jetzt ist die Frage, und ich finde, es ist eine relativ emotionale Frage der Woche diesmal: Gönnen Sie Bayer Leverkusen die erste Meisterschaft? Also da bin ich gespannt, ob Sie sagen, ja, also die haben uns so begeistert, die hätten es absolut verdient, oder sagen Sie, nein, ich kann mit Leverkusen irgendwie weiterhin nicht so richtig viel anfangen. Bin sehr gespannt, wie Sie heute abstimmen. Nennen Sie uns gerne auch Ihre Gründe. Dankeschön. Danke dir, Ruth. Ja, bitte mitmachen. Stefan, wie ist das bei dir eigentlich? Gönnst du Leverkusen den Titel? Absolut, weil es auch absolut verdient ist. Ja. So wie sie diese Saison gespielt haben, wirklich konstant auf dem hohen Niveau. Nicht nur in der Bundesliga, auch international, muss ich sagen, Hut ab vor dieser Leistung. Und ich wiederhole mich, absolut verdient. Ja, das wollen wir mal rüberschalten. Wir haben ja vorhin den Kollegen Manni Sedelbauer schon gesehen. Mit Fans im Hintergrund, da ist jetzt schon eine Menge los. Das Kölsch fließt. Wie ist die Stimmung in Leverkusen? Ja, einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Liebe Grüße aus Leverkusen. Eigentlich wollte ich sagen, es ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, aber ruhig ist hier überhaupt gar nichts. Wir sind hier im Restaurant Rustica und hier versammelt sich der erste Fanclub 1976 Bayer Leverkusen vor jedem Heimspiel. Und heute natürlich, auch wenn es erst 11 Uhr ist und auch wenn es noch 6 Stunden bis zum Anpfiff sind, die Stimmung könnte nicht besser sein. Das ist natürlich Ausnahmezustand in Leverkusen. Und bei mir steht jetzt Reinhard Theobald. Er ist Gründungsmitglied des Fanclubs 1976. Theo, Nervosität, haben wir schon drüber gesprochen. Wie viele Stunden Schlaf waren es denn heute Nacht? Also ich war heute Nacht, waren es 4 oder 5 Stunden und eigentlich die ganze Woche schon. Es ist nicht viel los mit Schlaf oder so. Die ganze Aufregung ist doch zu viel. Sehr, sehr schön. Können wir, glaube ich, alle nachvollziehen. Jetzt hast du mit dem Verein, mit dem Fanclub wahnsinnig viele Höhen, aber auch Tiefen miterlebt. Was bedeutet das denn für dich, hier heute zu stehen? Nimm uns mal mit in die Gefühlswelt. Was geht in dir vor? Also eigentlich bedeutet es alles, wenn man überlegt, was man die ganzen Jahre mitgemacht hat. Die ganzen Vizetitel unter Haching vor allen Dingen auch, wo wir schon T-Shirts unter dem Trikot hatten. Der erste Fanclub gratuliert zur deutschen Meisterschaft 2000. Und dann die Enttäuschung auf der Rückfahrt und alles, es war schon ganz schlimm. 2000 auch. Allerdings hatten wir da eine Mannschaft, die ist ums Zahnfleisch gegangen. Und ich hoffe, dass uns das jetzt nicht nochmal passiert. Ich will jetzt gar nicht zu viel über Vizekuse und Sonstiges sprechen, aber was bedeutet das, wenn man das heute ein für alle Mal abhaken kann? Also es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich möchte eigentlich nicht mehr hören in irgendeinem Stadion, ihr werdet nie deutscher Meister. Und das bedeutet schon alles eigentlich sowas. Was wird heute nach dem Spiel los sein bei euch oder kann man dafür nichts mehr garantieren? Man kann für nichts garantieren. Also wir müssen ja noch zurück in die Eifel fahren, aber wir haben tatsächlich schon für morgen früh freigenommen. Wir haben unseren Hund abgegeben bei Gott sei Dank guten Freunden. Und also haben wir alle Zeit heute und wenn wir das schaffen, heute wird richtig gefeiert. Heute wird richtig gefeiert und das wird es auch eigentlich jetzt schon. Nur rechts vor wem, nur rechts vor wem, deutscher Meister, nur rechts vor wem. Original, ne, der Kollege. Kennst du den eigentlich? Ja, ja, ich bin. Das ist ja so die Zeit, wie ich auch in Leverkusen angefangen habe. Ende. Du hast auch 76. Ja, da habe ich dann angefangen. Da bin eigentlich von Willibert Krämer damals angesprochen worden. Ich wäre also fußballerisch nicht dahin gekommen, aber trainermäßig war ich da schon gut mit Jugendauswahlmannschaften, mit kleinen Vereinen, große Clubs. Ich lande, da kam der Willibert Krämer, sagt, willst du bei uns anfangen? Zweiter Vorsitzender der Fußballabteilung in der Sportschule Hennef. Das habe ich dann gemacht, das ist jetzt ja für knapp 50 Jahre her. Und das war damals in der Leverkusen, war natürlich etwas für die Verhältnisse jetzt nicht so groß gesponsert. Und damit war so eine Fahrstuhlmannschaft zwischen dritte Liga und damals gab es eine zweigleisige Zweitliga. Die Zielsetzung war mal nicht abzusteigen. Die haben wir dann glatt verpasst, wir sind aufgestiegen. Und seitdem ist der Verein in der Bundesliga. Also wir sind dann in einer zweigleisigen Bundesliga auch als Erster aufgestiegen und haben mehr als die Zielsetzung realisiert.
Ja, also wirklich eine tolle Geschichte, die wir auch in dieser Sendung natürlich nochmal besprechen wollen. Manni, erstmal Grüße rüber nach Leverkusen. Du machst dich weiter auf Stimmenfang und versuchst uns noch weiter so ein bisschen Emotionales zu liefern. Danke erstmal für den Moment und liebe Grüße. Bis später, ne? Ciao. Gibt es unter euch jemanden, der glaubt, dass Bayer das heute nicht klar macht? Seid ehrlich. Nein, also ich glaube da schon fest dran, wenn man sieht, wie die Saison bisher gelaufen ist. Und ja, man sagt zwar immer, irgendwann ist immer die erste Niederlage, aber die sind so stabil, sie haben ja, eine riesen Euphorie weiterhin. Und ja, und es wäre natürlich schön, wenn der Hund nicht umsonst abgegeben wird, sondern wenn wirklich. Das ist ja das, schön, der ist ja zu guten Freunden gekommen, der ist nicht irgendwie an der Autobahnraststätte einfach angebunden. Aber er hat ja auch einen Plan gehabt, warum er den Hund zu guten Freunden abgibt. Und es wäre natürlich für Leverkusen wirklich sehr schön, wenn es heute mit dem Heimspiel klappen würde. Sie machen es, aber ich leide natürlich wie ein Hund. Ne, als Bayern-Fan, ich bin das erste Mal überhaupt in meinem Leben in dieser von mir so geschätzten Sendung, ja, an dem Tag, an dem Leverkusen Meister wird, mit einem Spieler, der bei Bayern München war und der nächste Saison da nicht Trainer wird. Eigentlich hätte ich heute im Bett bleiben müssen. Ganz schlimm. Ja, also wir haben das absichtlich gemacht. Wir wollten einen, wo man es im Gesicht ablesen kann, ja, sozusagen, wie schlimm das ist. Ja? Gib mir Mühe. Was ist das eigentlich für eine unglaubliche Saison von Bayer Leverkusen, die da spielen? Ich meine, ihr verfolgt das ja natürlich aus Augsburg auch. Ist das ja eigentlich fast nicht von dieser Welt, was die dieses Jahr spielen? Ich habe das Glück, vielleicht ein bisschen auch aus meiner Vergangenheit die Situation verstehen zu können. Also in meiner letzten Station beim FC Zürich war der letzte Meistertitel im 2009. Wir wurden dann 2022 nach 13 Jahren das erste Mal Meister gegen Vereine, die vorher viermal am Stück, Young Boys, achtmal am Stück, Basel, also eigentlich unbezwingbar waren. Ich glaube schon, dass Bayer Leverkusen auf verschiedenen Ebenen, also sei es mit der Zusammensetzung der Mannschaft, wenn man sieht, wie stabil diese Achse ist, es ist außergewöhnlich, dass man für einen 34-jährigen Spieler wie Granit Xhaka so viel Geld investiert. Aber offensichtlich war das ein ganz, ganz wichtiger Faktor für diese Stabilität der Achse. Dann hat man Spieler dazu geholt, glaube ich, mit Entwicklungspotenzial, mit Hunger, Junge, die aufstrebend sind und ganz entscheidend sicher auch mit Xavi Alonso, einem Cheftrainer, der Glaubwürdigkeit, eine klare Idee vermittelt hat. Das Management, das weitsichtig geplant hat. Also ich glaube schon, dass da müssen ganz viele verschiedene Faktoren zusammenspielen und die Konkurrenz muss schwächeln. Die Konkurrenz kann, glaube ich, nicht auf dem höchsten Punkt sein und Bayer war einfach auf den Moment bereit. Aber Sie sind ja jetzt nicht deswegen so weit vorne, weil die Konkurrenz nur geschwächelt hat. Sie haben halt einfach noch nichts verloren in dieser Saison. Nur viermal unentschieden gespielt, sonst alles gewonnen. Also da muss die Konkurrenz schon unglaublich sein, dass da jemand mithalten kann. Also Bayer wird nicht Meister, nur weil Bayern geschwächelt hätte. Bin ich einverstanden. Also vielleicht ist es am Anfang der Saison ist es überraschend, aber am Ende der Saison ist es, wie man jetzt sieht, hochverdient. Also heute können Sie Meister werden, die Schale kriegen Sie dann am letzten Spieltag, da spielen Sie gegen euch. Also ihr seid dann ein Teil der Meisterparty. Ja, da freue ich mich darauf. Auch hier, ich hoffe natürlich, dass Bayer Leverkusen am Ende der Meisterschaft definitiv nicht mehr in der Verfassung ist wie heute. Kalli, wenn ich mit dir nochmal ein bisschen skizzieren kann, wie sah eigentlich die vergangene Woche aus bei dir oder jetzt die letzten Tage? Erzähl mal ein bisschen. Nervös. Nervöser wie früher. Und jeder wollte was von dir, oder? Nervöser wie früher, wie ich verantwortlich war. Das muss ich so deutlich sagen. Nicht im UEFA Cup, wo sie auch weit gekommen sind, nicht im DFB-Pokal, in der Meisterschaft, weil die Schale einfach fehlt. Und das ist ja legitim, was ihr hier alle sagt. Ja, ungeschlagen, 42 Pflichtspiele, 28 in der Bundesliga, kurz vor Schluss. Praktisch hatte man, wenn man jetzt den ganzen, hätte man 16 Punkte vor dem Beginn des Spieltags, dann ist das auch legitim, dass man sagt, die müssten jetzt endlich mal Vizemeister werden von den Fans, von allen. Meister müssen sie werden, nicht Vizemeister. Mit mir kannst du das nicht machen. Ich sage, es wird sich kaum einer so freuen wie ich. Ich würde die Schale
umarmen und sagen, schön, dass man hier, dass man in Leverkusen vorbeigekommen ist, aber durch die viele Vizekusen-Titel sage ich, ich spreche da erst drüber. Ganz klar, wenn es rechnerisch perfekt ist. Du brauchst mich auch hier nicht anzupitzen, nicht von links, nicht von rechts. Ich freue mich, ich werde heute Abend oder Nachmittag sehr nervös im Stadion sitzen. Du fliegst also rüber, ja? Hatte das gar nicht vor, ich wollte nur die letzten Spiele sehen, um mir den Nervenkitzel zu ersparen. Aber jetzt bin ich hier in Köln, ich wohne ja im Saarland, jetzt rede doch darüber. Guck mir das an, weil ich danach noch 4 Tage Termine habe, nicht nur Fußball, auch andere. Und deswegen verbinde ich das. Jetzt muss ich wegen euch, also ich bin gerne hingekommen, um das auch klar zu sagen, weil ich die Sendung mache, die auch immer gucke hier mit unserem Superstar, da hänge da Ekelpaket und Superstar, muss ich sagen. Hat sich nichts geändert? Nee. Aber ich hoffe, dass ihr das in der Frage akzeptieren könnt, auch wenn der eine sagt, der hat sie nicht mehr alle in dem Alter schon. Ich will erst drüber sprechen, wenn es rechnerisch perfekt und ist. Dann will ich nicht sprechen, da feiere ich die ganze Nacht, da tanzt der Bär, da geht die Luft ab, und aber erst dann. Ich verspreche dir was. Das letzte Mal, du wirst ja häufiger noch in Zukunft auch hier zu uns kommen, weil wir dich so gerne haben. Das letzte Mal zeige ich dir noch mal die Szene aus Unterhaching damals. Es ist das letzte Mal. Das war dieses Ding, als ihr es eigentlich hättet machen müssen. Die Bayern haben nicht mehr damit gerechnet. Was geht dir heute noch durch den Kopf, wenn du siehst? Ja, wenn ich jetzt den Ballack sehe und sehe da Steffen Effenberg, den habe ich damals von Kaiserslautern geholt, Bayern München war dran und haben gesagt, Besuch kommt zu uns für 2 Jahre. Ballack. Bei dem Effenberg kannst du dem die Tasche tragen und er ist nicht gerade nur lustig. Wenn er also bei uns spielst und dann war bei Effenberg, Steffen musste sagen, er hat eine überragende Saison gespielt. Er war nicht nur defensiv, zentral, offensiv, die meisten Tore geschossen. Jetzt musst du natürlich sagen, wir haben vorher alles weggeputzt in Bremen, in Hamburg, die waren damals noch Dritter, alles weggeputzt, wir fahren dahin. Was ging dir durch den Kopf, Kalli, nicht die ganze Saison nacherzählen? Nee. Du musst das nur, dass du mitdenken kannst. Fährst dahin, hast 3 Punkte Vorsprung. Also, der Michael, der wird es mir verzeihen, weil er unwahrscheinlich bei uns viel geleistet hat. Aber an dem Tag, unsere 2 großen Stars, auch Weltstars, Emerson, die brasilianische Granate, spielt, als wenn er Schlaftabletten genommen hat. Ich hatte ihn ja nicht erkannt. Ich denke, ist der Bruder gekommen. Und Ballack machte noch. Ich ihm aber gegeben, die Tabletten. Und der Ballack rundete das noch ab. Nicht nur, dass er hochschwach war, er machte ein Eigentor. Und das ist natürlich eine andere Vizemeisterschaft als vielleicht 2 Jahre später. Da sind wir 3-mal Vize geworden. Aber wenn du Vize in der Champions League bist, dann habe ich damals gesagt, weil ich eben direkt gesagt, wir hatten aufgrund der Vorspiele, der begeisternden Spiele, eine höhere Quote, was normal nie möglich war, wie ja vorher Bayern München. Wir haben dann in der ersten, da gab es noch 2 Runden, in der ersten Runde Barcelona besiegt. Jetzt, in der zweiten. Jetzt erzählt er nicht nur die Bundesliga-Saison, sondern Europapokal erzählt er auch noch alles. Du fragst mich doch, in der zweiten Gruppenphase musste jeder jeden spielen. Da wurde Dritter und Vierter Juventus Turin, die genau zu dieser Zeit italienischer Meister wurde, und Arsenal London, die genau zu dieser Zeit eben englischer Meister wurde. Viertelfinale Liverpool weggeputzt, Halbfinale Manchester United weggeputzt, auch mein Risiko, nur wurden den Kreuzbandriss zugezogen. Und dann spielen wir, überlegen in Glasgow. Wisst ihr, was das ist? Da kommt ein neuer Torwart in der Halbzeit, denke ich, Gott sei Dank. Jetzt hat sich der Torwart verletzt. Da sagt mir schon der von Spanien, pass auf, der ist besser. Das war die Geburtsstunde von Casillas. Der wurde danach sofort Nationaltorwart, um 5-mal hintereinander Welttorhüter zu jagen. Der hat alles gehalten, auch mit viel Glück. Links reingesprungen, rechter Fuß, flog der Ball dagegen. Ne? Wir haben das Ding 2-1 verloren. Also, so war das damals in Unterhaching mit dem Casillas. Ja? Also, du machst die großen Bögen. Ach, es ist so schön, dass du hier bist, Kalli. Ich freue mich.
Und wie man sich in Leverkusen so vorbereitet, ne? dieses Trauma abzuschütteln, das hast du, Ruth, ein bisschen im Netz versucht rauszufinden. So kommen wir wieder ins Hier und Jetzt auf alle Fälle. Ich mache es kurz, sage ich auch vorweg und sage euch, was eben bei den Leverkusen-Fans durch den Kopf geht. Und da sind natürlich die Vorbereitungen schon getroffen. Also hier postet Tina, der Partner hat schon auf dem Balkon dekoriert. Also alles, was man da so an Trikots auftreiben konnte, wurde nochmal aufgehängt. Und man sieht ja sowieso in der ganzen Stadt viel Schwarz und Rot. Dann heißt es hier ein bisschen aufgeregt, dennoch ruhig, da ich an die Jungs glaube. Und diesen Post finde ich ganz interessant. Ich bin sowas von nervös. Ja, diese Saison ist alles anders. Ja, ich vertraue der Mannschaft und dem Trainer und ja, sie haben diese Saison immer bewiesen, dass sie fokussiert sind und trotzdem habe ich Bammel und ich glaube, das kann Kalli auch nachvollziehen und das hier nur auch mal, auch für euch an die Runde, ne? Konzentriert euch bitte, es steht über allem heute. Hast du das Gefühl, wir sind unkonzentriert hier? Der winkt mit dem Zaunpfahl von Ruth und dem Netz. Ja, also wir werden natürlich noch viel über Bayern 04 Leverkusen sprechen. Wir werden häufiger auch noch mal nach Leverkusen schalten, die Stimmung da ausloten. Aber wir haben eben auch das aktuelle Geschehen aus der Bundesliga, was bisher passiert ist. Und beim Spiel zwischen Gladbach und dem BVB gab es eine Szene, die echt für Aufregung gesorgt hat. Und da haben wir exklusive Einblicke, den Funk der Schiedsrichter gleich bei uns hier in der Sendung. Der Torhüter ist kurz am Ball hier. Man muss sich das Abseits noch anschauen. Und wir müssen uns vorher noch, wir müssen uns vorher noch das Abseits anschauen. Warte noch, ja. Und da war der Ball schon drin, dann wurde es hinterher zurückgenommen. Wie das alles zu erklären ist, das unter anderem nach einer kurzen Pause. Hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Also bis gleich. Chance. Sport 1 verlost zusammen mit Gigi Poker die ultimative Pokerreise zur WSOP nach Las Vegas. Jetzt auf sport1.de/vegas teilnehmen oder QR-Code hier scannen und mit etwas Glück und Gigi Poker bist du auf dem Weg zur WSOP Las Vegas. Herzlich willkommen zurück zum Stahlwerk Doppelpass aus dem Airport Hilton in München. An diesem Tag, der für Bayer 04 Leverkusen vieles, vieles verändern könnte, wenn sie die erste deutsche Meisterschaft möglicherweise mit einem Sieg gegen Werder Bremen eintüten. Aber ich habe Ihnen gesagt, wir wollen uns natürlich nicht nur mit Bayer beschäftigen, sondern auch mit dem BVB, der gestern gewonnen hat, aber doch ordentlich Körner gelassen hat, musste hart kämpfen. Und es gab einige Aufregerszenen, die wir gleich besprechen werden. Es ist nach wie vor der Platz 5 und keiner weiß, reicht das für die Champions League? Der BVB kämpft erbittert um die Position in der Königsklasse in der neuen Saison. Gezeichnete Sieger. Dortmund beim 2:1 in Gladbach mit einem blauen Auge davongekommen. Es war nicht der schönste Fußball, aber solche Spiele gehören auch dazu. Wir haben gekämpft, wir haben gefightert, uns reingehauen. Dortmund zeigt Nehmerqualitäten mal wieder. Auf eine weitestgehend souveräne erste folgt eine wackelige zweite Halbzeit. Zumal sich Dortmund wie schon bei Atletico Madrid selbst das Leben schwer macht. Karim Adeyemis Platzverweis, ein Bärendienst fürs Team. Karim hat sich vorhin schon bei der Mannschaft entschuldigt. Er weiß, dass es nicht die beste Aktion des Tages war. Aber das Wichtige ist, dass wir allen Widerständen zu trotz als Mannschaft diesen Sieg verdient eingefahren haben. Verletzte Spieler. Ein erst gegebener, dann zurückgenommener Elfmeter. 35 Minuten Unterzahl. Erneut quält sich der BVB zum Sieg. Alles haben wir heute angenommen und haben uns diesen ja, sehr schweren und hart erkämpften Sieg dann natürlich auch gerne mit in die Kabine genommen. Dortmunds neue Leidensfähigkeit, sie könnte noch wichtig werden angesichts der kommenden Gegner Atletico Madrid, Leverkusen und Leipzig. In der entscheidenden Saisonphase zeigen die Dortmunder die oftmals vermisste Mentalität. Aber hat der BVB im Kampf um die Königsklasse auch die nötige Qualität? Und Stefan, die Frage stellen wir ja nicht allgemein. Dann würde man sagen, ja klar, der Kader ist gut genug. Sondern die Frage ist, sind sie besser, sind sie qualitativ besser als Leipzig?
Das ist ja der Hauptgegner um diesen vierten Platz. Oder Stuttgart, die sind jetzt fast schon zu weit weg. Wie siehst du die Situation beim BVB? Eine einfache Situation, logischerweise. Du hast am Dienstag das Spiel gegen Atletico, das Rückspiel. Hast vor ein paar Tagen in Madrid gespielt. Das ist natürlich ein kleiner Nachteil, weil das kostet alles Körner, auch das Spiel gegen Gladbach, logischerweise. Wie gesagt, am Dienstag das Rückspiel in Dortmund. Da sind schon Vorteile bei Leipzig, die Belastung nicht mehr haben, oder auch bei Stuttgart. Bei Stuttgart bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sich direkt qualifizieren für die Champions-League-Plätze. Aber es wird dieser Zweikampf bleiben. Also Dortmund hat ja jetzt nichts verloren. Sie haben 56 Punkte, genauso wie Leipzig. Das wird ein Kampf bis zum Ende. Und ich glaube schon, dass Dortmund auch in München vor allen Dingen gezeigt hat, dass sie die Qualität haben. Auch gestern in dem Spiel, finde ich, war kein einfaches Spiel. Guck mal, da haben wir die Tabelle, die obere Hälfte. Ja, lange in Unterzahl gespielt, aber sie haben die 3 Punkte mitgenommen. Und das ist enorm wichtig, auch für das Spiel am Dienstag. Also ein offener Kampf bis zum Schluss, definitiv. Die Frage, die wir ja gestellt haben, sind sie qualitativ in der Lage, Leipzig noch sozusagen hinter sich zu bringen? In 2 Wochen ist das Spiel gegen Leipzig, das ist wahrscheinlich dann das große Endspiel. Ja, es sieht danach aus, dass es ein großes Endspiel werden könnte. Sie haben mit Sicherheit die Qualität, sie haben ein tolles Stadion, sie haben ein tolles Publikum, das auch vielleicht in schwierigen Phasen die Mannschaft brutal unterstützen kann. Und wir haben noch ein tolles Programm jetzt auch gegen Atletico, was mit Sicherheit, so wie Stefan angesprochen hat, sehr viel Körner kostet, auch mental ein Wettbewerb ist, wo man eine Chance hat, weiterzukommen. Aber ich denke, dass Dortmund mit Sicherheit definitiv in der Lage sein kann, Leipzig hinter sich zu lassen. Spielt das eine Rolle, Stefan, dass Leipzig relativ leicht, Stuttgart relativ leicht, souverän und Dortmund doch so brutal kämpfen muss? Also ist das dann ein Unterschied, sagen wir mal, was das Mindset angeht, was auch dein Selbstbewusstsein angeht als Mannschaft beim BVB? Wäre natürlich für die Dortmunder einfacher gewesen, wenn du gegen Gladbach 2-3-0 führst und es dann runterspielst, sag ich mal. Wenn du natürlich dann, wie gesagt, lange in Unterzahl spielst, dann kostet das Körner, logischerweise. Da liegen Vorteile bei Leipzig und beim VfB Stuttgart, keine Frage. Mhm. Aber ich denke mal, das ist ja auch immer diese Herausforderung für die Spieler. Wenn du immer ans Limit und immer an die Grenze gehen musst, ist es auch nicht verkehrt. Ne? Also ich glaube schon, qualitativ hat Dortmund sehr gute Möglichkeiten, sich direkt für die Champions League zu qualifizieren. Dann gucken wir mal in die Szenen rein aus diesem Spiel. Dortmund ging relativ früh in der 22. Minute in Führung. Und die Frage, die sich einige stellen, kann man den halten? Kalli, was meinst du denn? Gut, das sieht so aus, aber ich würde ganz gerne grundsätzlich, was gerade der Stefan schon sagt, wir haben 5 Top-Mannschaften, die auch international oben spielen. Wir können hier stundenlang, ich bin auch der Auffassung, dass die Dortmunder jetzt in der letzten Woche nach dem Spiel in Lissabon auch für mich zu hart kritisiert worden sind. Ich muss sagen, wir haben die erste Halbzeit ein bisschen Hajo Papaya gemacht in der einen oder anderen Szene. Das muss man nicht beschönigen. Aber die haben in der zweiten Halbzeit offene Schlaraufdausch. Und da ging es ab mit jungen, verhältnismäßig auch noch unerfahrenen Spieler. Die haben auch noch nicht so ganz klar ihre Bestbesetzung. Es gibt keine Bestbesetzung, aber sagen wir mal, das ist, und dann springt der mal rein, der geht noch viel in der Rotation über. Aber wir haben die dann in der zweiten Halbzeit so gefallen. Ja. Ich habe die Daumen gedrückt. Und wenn die jetzt erst sind, die überhaupt dafür fähig? Ja, die sind im Viertelfinale. Wenn sie Glück haben, sind sie im Halbfinale. Bei den ersten 4 und mischen damit. Brauchst du nicht sagen, sind die überhaupt technisch, fußballerisch fähig? Die spielen da. Die sind nicht fähig. Die spielen mit, gucken den Fernseher, schalst da an. Gut, dann da Viertelfinale, zack, zack, zack. Und da haben sie gut mithalten können und noch nicht Halbfinale. Ja, du kommen. Bist mal Moderator, du musst mal was machen. Ja, was? Ja. Er hat ja recht. Ja, zurück zur Frage. Er hat ja recht. In der Betrachtung der diesjährigen Champions League-Saison hast du absolut recht. Nur die Frage ist, reicht das in der Bundesliga, sich wieder direkt für die Champions League zu qualifizieren? Ich glaube, das werden wir heute nicht bestimmen können. Ich glaube schon, ich würde bei Stefan bleiben. Also man weiß nie, was es mit einer Mannschaft tut, die stetig irgendwo am oberen Limit spielt. Und wenn die Spirale mal anfängt zu drehen nach oben, lass mal schauen, was am nächsten Dienstag, wenn Dortmund zu Hause gegen Atletico Madrid das Spiel gewinnt, da kann ganz etwas Neues entstehen. Und dann reden wir in den nächsten Spielen von komplett was anderes. Ich bin überzeugt, dass dieser Zweikampf, Dreikampf sich bis zum Schluss
der Saison hinziehen wird. Und ich traue Dortmund von der Qualität absolut alles zu. Wichtig ist, dass man diese Stabilität und dieses Vertrauen in sich behält. Das Einzige, was so ein bisschen dagegen spricht, finde ich immer bei Dortmund in der Saison, ist, dass sich die Mannschaft so selbst ein Rätsel zu sein scheint. Bis jetzt. Das wirkt alles so angestrengt. Also Qualität ist auf jeden Fall da, aber es ist so, sieht nicht leicht aus. Ja, das ist der Unterschied eben zu Leipzig, ja, oder vor allem zum VfB Stuttgart, wo das gestern an dem Topspiel doch relativ leicht aussah in der ersten Hälfte, wo einfach alles funktioniert. Wir gucken mal, Sabitzer hatte den Elfer reingemacht zum 2-0, also dann hätten sie es vielleicht irgendwie nach Hause spielen können, aber dann macht eben Thomas Wöber diesen Anschlusstreffer. Was fällt dir als Trainer da auf in der Defensivarbeit, ja, beim BVB? Ja, gut, dass die Spieler nicht eng genug am Mann sind, dass er natürlich sehr frei zum Kopfball kommt. Ich meine, der Gegner wird auch, oder Gladbach auch analysiert haben, wie können wir Dortmund packen. Hier wird Brand schön weggeblockt, der Spieler läuft super in den Raum rein und macht natürlich einen sehr, sehr guten Kopfball, den auch nicht jeder macht. Ist natürlich dann für Dortmund oder sehr, sehr ärgerlich, wenn du eine Mannschaft, die du gefühlt im Griff hast, ja, auch für 2-0 führst, wenn du sie dann durch eine Standardsituation, durch ein Standardgegentor zurückholst. Und man hat ja gesehen, dass Dortmund dann noch sehr, sehr zu kämpfen hatte. Was noch ganz interessant war, es hat ja Sebastian Haller angefangen als Stoßstürmer, als Neuner, hat sich früh verletzt. Terzic wechselt dann, bringt Okoko und Füllkrug spielt keine Rolle, Stefan. Ist das die Formkrise von Füllkrug, die er zuletzt hatte, oder wie bewertest du das, wie ordnest du das ein? Ja, wir haben uns ja vor der Sendung darüber unterhalten. Also eigentlich war das die Szene des Spiels. Also 9. Minute. Für dich, ja? Für mich, ja, weil Haller verletzt sich und eigentlich denkst du, du stellst eine andere 9 und das kann ja nur Füllkrug sein, ne, als Wannspieler. Ein robuster Spieler, den du brauchst, und er bringt Moukoko, der ja in den letzten Wochen und Monaten auch nicht so die Leistung abgerufen hat, entscheidet sich aber für Moukoko und gegen Füllkrug. Also der spricht schon dafür, ich glaube seit 9 Spielen ohne Tor, das sei jetzt nicht oder ist nicht gut für Füllkrug in dieser Situation, auch bezogen auf die EM, die jetzt vor der Tür steht. Wackelt bei Füllkrug sogar der EM-Platz oder zumindest der Stammplatz in der Nationalmannschaft? Ja, die Frage ist, warum er Füllkrug nicht reingebracht hat. Ja. War das vielleicht im Hinblick schon auf Atletico Madrid, weil er Terzic ja vielleicht auch eine Idee hat, mit ihm zu spielen? Also das, ja, aber wenn du 9 Spiele nicht triffst als Stürmer? Ja, natürlich ist es nicht ganz einfach, aber wichtig ist, dass du als Stürmer oder du versuchst ja auch als Trainer den Spiel immer wieder stark zu reden, weil wir wissen schon, was Füllkrug für eine Qualität hat. Vor Wochen war es noch der Stürmer für die EM. Jetzt wird schon wieder ein bisschen kritisiert. Für ihn ist es mit Sicherheit keine einfache Situation. Aber ich denke schon, dass er da rauskommt. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob vielleicht auch diese Einwechslung jetzt der Grund war oder gegen Füllkrug, weil er vielleicht dann gegen Atletico vielleicht wieder der Heilsbringer sein soll. Ja. Okay. Also wir werden das beobachten. Es gab noch ein paar Aufregerszenen in dem Spiel und dazu haben wir einen weiteren Gast hier. Ich freue mich sehr. Er ist der Chef der Öffentlichkeitsarbeit bei der Schiedsrichter GmbH. Hier ist Alexander Feuerherd. Servus, Alex. Du hast uns auch ein paar exklusive Dinge mitgebracht. Bin sehr gespannt, was wir da so alles rausarbeiten. Viele, viele Dinge, die ihr sonst nicht so rausgebt, ne? Also das mit dem Funkverkehr geben wir eher selten raus, ja, wobei ja auch in der jüngeren Vergangenheit immer mal wieder was gekommen ist. Refcam beispielsweise, mhm, haben wir ja gezeigt und hier mit Daniel Schlager auch gesprochen. Und das stößt schon immer auf besonderes Interesse, klar, weil es ist ja schon ein guter Einblick. Und das ist total exklusiv und vor allem von gestern und freue mich, ja, sehr drauf. In unserer Rubrik, da fragen wir doch mal den Schiri. Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was. So, wir nehmen Platz. Kalli ist einen Platz weiter geruckt und fangen an. Es gab eine Szene, gelbe Karte gegen Madsen. Da haben viele gesagt, oh, da hätte man auch rot geben können. Stefan, aus deiner Sicht. Ja, wir haben uns ja vorhin öfter angeschaut, er spielt zuerst den Ball und geht dann auf den Gegner drauf, auf den Knöchel, unglücklicherweise. Aber weil er hier zuerst den Ball passen will, spielt. Ja, ich weiß, aber hier ist die Regel halt, du spielst zuerst den Ball und dementsprechend die gelbe Karte war in Ordnung, es ist keine rote Karte.
Kannst du das aus regeltechnischer Gesichtspunkt noch ein bisschen genauer machen, warum das, ja, war das die richtige genau Entscheidung ist? Ach so, okay. Nee, welcher Paragraf kommt da zur Anwendung? 5. Ah, genau. Also, Regel 12 ist das tatsächlich. Das ist ja knapp daneben. Also, wir haben ja oft den Fall, erst wird der Ball gespielt, dann wird der Gegner getroffen. Mal ist es ein Foul, mal ist es keins, das kommt ganz drauf an. Mal ist es gelb, mal ist es rot. Wie klar spielt er den Ball natürlich? Der grätscht da ja nicht frontal irgendwie rein. Der spielt den Ball auch nicht ein bisschen, sondern der spielt den kontrolliert und dann ist unglücklicherweise der Fuß da. Also spielt schon eine Rolle, wie ballorientiert dieser Spieler vorgegangen ist. Das ist ja der Fall gewesen. Grätscht der da rein, spielt er die nur leicht und fegt den Gegner weg, dann reden wir über was anderes. Gibt es Widerspruch? Ist jemand für eine rote Karte hier? Nee. Nein. Ja, da drüben auf der Tribüne. Okay, aber euch habe ich nicht gefragt. Dann hören wir mal rein. Und zwar, Schiedsrichter war Florian Badstübner, Videoassistent im Kölner Keller, in Köln-Deutz, Robert Hartmann. Die beiden hauptsächlich, es kommen auch andere Stimmen, sprechen miteinander. Und wir haben das jetzt, oder ihr habt das freundlicherweise auch zeitgleich angelegt, dass man mal sieht, wie ist da die Kommunikation und wie funktioniert das dann, zu der Entscheidung zu kommen, nee, das ist keine rote Karte. Bitteschön. Oh, das war hässlich. Oben rechts. Es war ist Ball, Robert, und dann ist der Treffer. Auf der Flachlinie, oh, also das Trefferbild. Deshalb gelb. Ich weiß, es ist erst der Ball dabei. Ich spiele zuerst den Ball. Mach mal langsam, Flo. Robert, langsam. Der Tiffin hier. Dann, warte. Ball ist aber vorher dabei und dann auf dem Fuß. Kontaktpunkt hier. Oben links noch eine neue. Boah. Ich mach dir mal einen langsamen Loop. Mach mal. 22. Danke. Soll ich dir mal eine groß machen? Der Treffer ist krass, aber er ist vorher beim Ball, weißt du? Ja, er wenn der Ball den nicht Ball, dabei aber, ist. Aber, ja, ja, ich seh's. Also Flo, ganz kurz, er spielt definitiv zuerst den Ball. Steht ja, es ist erst Ball, ohne Dings wäre es rot. Nein, es ist nicht scheißegal. Ich kann ihm nichts anderes zeigen. Es ist nicht scheißegal. Flo, hör zu, komm. Egal, ich höre dich. Aber sag's ihm nochmal. Also Flo, er spielt zuerst definitiv den Ball, steht dann aber mit gestrecktem Fuß oberhalb vom Knöchel mit drauf. Wie ich es gesehen habe, Robert, genau meine Wahrnehmung. Ja, ich kann dir kein anderes Bild zeigen, aber der Treffer sieht sehr heftig aus. Ja, aber es hatten wir schon mal ein paar Mal. Spieler macht auch weiter. Ich weiß, was du meinst. Das Bild ist eklig. Ich glaube, es ist okay so. Weil ich sehe auch dieses Bein, egal ob gestreckt oder nicht. Also, finde ich krass, wie schnell das beginnt, ja, wie schnell da eine Kommunikation entsteht. Das ist für uns, wenn man jetzt zum ersten Mal reinhört, natürlich ein bisschen schwierig. Was spricht der Schiedsrichter mit dem Spieler? Was spricht er mit dem Keller? Was gucken die noch an? Da geht es ja auch darum, welche Perspektiven man kriegt. Trotzdem ist das in der Zusammenarbeit zwischen dem Keller und dem Schiedsrichter so, wie ihr euch das vorstellt? Das ist jetzt wirklich ein gutes Beispiel, weil der Schiedsrichter sehr klar kommuniziert, was er gesehen hat. Er sagt ja auch... Und er bleibt auch bei sich. Und er bleibt auch dabei. Spielt er nicht den Ball, ist das rot. Das heißt, er hat das sogenannte Trefferbild, also wie trifft er, den hat er genau wahrgenommen, sagt aber doch, es ist ein Unterschied. Sagt doch zu dem Spieler, nee, das ist nicht scheißegal, ob er erst den Ball spielt oder nicht. Ja, ja, ja. Das galt ja dem Spieler. Und der Videoassistent Robert Hartmann guckt drauf und sagt... Nochmal, also was ich da sehe, ist schon ein heftiger ein harter Treffer, Kontakt, ja. Aber ich kann dir nichts anderes zeigen, heißt doch, du brauchst jetzt nicht an den Monitor zu gehen, du hast es ja korrekt wahrgenommen und dich entschieden, das bleibt bei Gelb, in der Runde ist es Konsens gewesen, alles in Ordnung, sowas muss natürlich gecheckt werden. Und was natürlich auch zu hören ist, warte mal, oben rechts, nee, oben links und so weiter, da können wir auch ein Bild mal zeigen, das ist die Perspektive, die man im Keller hat und zwar ist das ein viergeteilter Bildschirm. Wo du die Totale hast und dann verschiedene größere Einstellungen. Für mich jetzt, und ich bin ja jetzt kein Schiri, aber durchaus fernsehaffin und habe also durchaus auch damit was zu tun, irre schwierig, sich da auf irgendwas zu fokussieren. Schon, aber die Videoassistenten sind das natürlich gewöhnt. Auch in der Zusammenarbeit mit den Operatoren, das ist die dritte Stimme, die wir da gehört haben. Ja. Also einmal Robert Hartmann, Videoassistent, den Schiedsrichter und den ja, Operator. Ja, irgendjemand muss das bedienen, muss genau. Die Bilder vorlegen, muss vorwärts, rückwärts shutteln und so weiter. Ja? Oskar Menzel, das heißt, das war der Operator, das heißt, der hat mehrere Stimmen. Die sind das schon gewöhnt, auch zu gucken dann, wo schauen wir am besten drauf. Der kann auch sagen, mach mir bitte mal rechts oben oder links unten, mach mir das mal groß, um da drauf zu schauen. So kommen die letztlich zu der Perspektive oder zu den Perspektiven, die die beste ist oder die besten sind. Aber Kalli,
bei mir, wenn ich das dann höre, wenn ich das sehe, diese Bilder, da kommt so ein gewisser Stresslevel auf. Das ist schon irre. Ja, der ist auch stressig. Für die, ich spreche häufig, ich bin oft im Hyatt Hotel, weil ich viel in Köln bin. Das ist direkt neben deinem großen Domizil von RTL. Da sitzen die im mein Keller. Mein großes Domizil ist ja hier. Ich würde nur sagen, ich spreche mit dem, ich weiß auch, wie das aufgeteilt wird. Es gibt manchmal Spiele, wo dann 3, 4 VAR oder helfen, gucken, da dazu schneller zugreifen kann. Für mich eine ganz klare, richtige Entscheidung, wenn du den, das kann jetzt auch der Schiedsrichter von der Perspektive, wie er läuft, läuft einer dazwischen, kann das gar nicht hundertprozentig vielleicht so sehen, wie wir das jetzt alle sehen. Und dann musst du einfach sagen, wenn ich jetzt hier von meiner Perspektive drauf sehe, da kommt ja auch die erste Situation, dass er den Ball nicht direkt sauber annimmt. Der geht so ein Meter, 2 Meter weg. Und das ist für den defensiven Mann in dem Moment doch, oh, da springt er nicht, ich gehe ihn nicht nur hin. Dem ist er noch der Ball weggesprungen. Der war genauso schnell, vielleicht noch eine hundertstel Sekunde schneller am Ball, als der im, als die ballführende Mannschaft oder der Spieler. Gut. Na gut, schon 2 Pass, zack, zack, einer hat Pech, aber für mich absolut keine Diskussion, kein Platzverweis. Ja, okay, dann gucken wir auf eine Szene jetzt ohne Funk. Entstehung, Elfer BVB, Foul an Schlotterbeck. Und Stefan, das ist für dich eindeutig, dieses Treten auf den Fuß, auch wenn er so ein bisschen später fällt, das stört ja wieder manche. Ja, später fällt, er bricht ja ab. Ja. Aber Fakt ist ja, dass er auf jeden Fall mit dem Fuß voll auf dem Fuß vom Schlotterbeck drauf ist und dementsprechend richtige Entscheidung, hier Elfmeter zu geben. Ja. Und das ist der Kontakt. Ja. Und dadurch ist ja klar. Das tut auch weh übrigens, wenn man so auf den Fuß getreten bekommt. Oh ja, das klar. Weh. Das wird und das ist, nein, dieser Stempel der fällt ist vielleicht, total das Stempeln ist schmerzhaft. Ja. Deswegen dauert das vielleicht auch einen Moment, bis er fällt. Aber nicht, um den Kontakt anzunehmen, sondern das ist ein klares Foulspiel. Gut gesehen übrigens auf dem Feld, denn dieses Stempel ist nicht immer ganz einfach zu erkennen, aber in dem Fall gute Feldentscheidung. Und jetzt kommen wir zu der Szene, die eigentlich am meisten Diskussionen hervorgerufen hat. Das erstmal ohne Funk, einfach die Szene aus dem TV. Foul oder nicht foul ist jetzt hier auch ein bisschen blöd, natürlich mit dem Schatten in Gladbach. Schiedsrichter Florian Bartstübner entscheidet sich schnell, sagt 11 Meter. Wir haben, Stefan, auch lang hin und her geguckt, ist denn Adeyemi ein bisschen dran und dann Omlin, wann ist der Kontakt? Was ist denn nach 5, 6 Mal angucken deine Haltung zu dieser Entscheidung? Ja, erster Kontakt zum Ball von Adeyemi, zweiter Kontakt aber sofort von Omlin, der den Ball dann wegwischt und danach der dritte Kontakt zwischen Adeyemi und Omlin. Und deswegen, wenn du das in der realen siehst, dann gibst du 11 Meter. Wenn du dir das aber nochmal genau anschaust, erster Kontakt Adeyemi, zweiter Omlin, dritter die gegeneinander, dann musst du diesen Elfmeter zurücknehmen und auch hier richtige Entscheidungen gewesen. Stand Bartstübner eigentlich gut, um das zu entscheiden auf dem Feld? Weil er war, als der Angriff losging, noch im Mittelkreis. Ich weiß jetzt nicht, die Kamera schwenkt ja dann weiter, genau wo er dann stand, als er diesen Zweikampf wahrgenommen hat. War schon gut positioniert. Man muss dazu sagen, Florian Bartstübner ist einer der besten Sprinter in der Bundesliga unter den Schiedsrichtern. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Also wenn der nicht noch näher dran ist, dann keiner. Das ist auch, so viel ist auch mal klar. Er hat aber schon relativ schnell gesagt, ich weiß nicht, ob wir es gleich noch hören, er hat schon relativ schnell gesagt, wir müssen mal gucken, ob der mit der Hand am Ball war. Denn das hat er gesagt, das habe ich nicht wahrnehmen können. Wir haben gestern noch gesprochen und er hat gesagt, für mich war es 100-0 Strafstoß, weil er gesagt hat, aus meiner Wahrnehmung hat der Torwart den Ball nicht gespielt und genau um diese Frage geht es. Aber jetzt mal zurück zu Bartstübner. Der Schiedsrichter, der stand in der Szene, finde ich, nicht gut. Aber in dieser Szene bin ich der Meinung, muss der Linienrichter das sehen und ihm dann helfen bzw. ihn unterstützen in dieser Situation. Es war ein klarer Blick für den Linienrichter. Die laufen mehr oder weniger auf den Linienrichter ja zu, also da hätte er eigentlich helfen müssen, in meinen Augen. Wir werden jetzt gleich noch in der nächsten Szene mit dem Funk eben auch die Entscheidungsfindung der Schiedsrichter, des Gespanns zwischen VAR und den Schiedsrichtern auf dem Feld hören. Und wir kriegen auch mit, warum der Strafstoß ausgeführt wurde, obwohl er noch nicht freigegeben war und dann danach erst sozusagen die Überprüfung zu Ende geht, und sprechen da auch gleich drüber, ob Bartstübner sich da richtig verhalten hat, weil auch für mich, als ich das erste Mal gesehen habe, sage ich jetzt schon mal vorweg, sah es so aus, er steht da eigentlich am 16er Rand und macht nicht klar, dass noch nicht freigegeben ist. Aber hören wir erst mal rein, sehr, sehr interessant, die ganze Kommunikation zwischen Kölner Kellner und dem Spielfeld in Gladbach. Gladbach ist auch entspannt. Ja. Soll ich dir mal die Ballkurve drauflegen? Ja, leg sie mal drauf.
Ja, passt. Wir müssen checken, ob der Torhüter am Ball ist. Kleinen Moment. Ja. Ist dran. Ist zu weit außerhalb der Ballkurve, geht ja nicht. Ist dran. Also der Torhüter ist kurz am Ball, Flo. Und dann müssen wir uns abseits noch anschauen. Und wir müssen uns vorher noch das... Warte noch. Wir müssen uns vorher noch das abseits anschauen. Warte noch. Ich habe noch eine andere. Möchtest du noch eine andere sehen? Hat nicht gepfiffen, nein. Ist er am Ball, also ist es falsch, dann schau jetzt abseits bitte an. Okay, geh nochmal zurück und schau mir das abseits an, die IPP. Marcel, die müssen den ganzen Angriff überprüfen. Das abseits hier jetzt, ne? Ja, genau. Die müssen den ganzen Angriff überprüfen, okay? Ich weiß nicht, der muss alles anschauen. Abseits, der Pass, ob der Foul, der muss alles angucken. Abseits. Ja, mal ganz kurz eine Linie hier. Ja. Schau mal hier, ob der Ball im Frontdeck für dich passt. Ja, schau mal ganz kurz die Linie hier, nur um sicher zu sein. Er guckt den ganzen Angriff halt an. Eine Sekunde. AutoCAD. Das Model funktioniert nicht ganz. So, jetzt ist hier. An diesem Spieler? Ja, okay, das passt Abseits. Auf jeden Fall. Kein Abseits. Mit Linie? Ich würde es ihm rausschicken und anschauen lassen. Schulter gelb, ne, vorne. Soll ich die an den Schultern nochmal anlegen? Nee, das passt. Flo, hör mir mal kurz zu. Ja. Für mich ist Omlin kurz am Ball. Danach kommt es zum Zusammenprall. Ist es für dich ein Foul oder nicht? Nein. Schau's dir bitte mal selber an. Schau mal selber drauf. Welche Kamera? Diese hier? Die letzte, die da, genau. Ja, okay. Und dann vielleicht ich starte erst mit dem Standbild hier, wo er am Ball ist, ja? Genau. Noch ein bisschen weiter zurück, dass er alles... Weiter zurück. So, du kriegst zuerst mal ein Standbild, okay? Ich bin da. Ich sehe keine Bilder. Ja, kommt hier. Ja. Okay, hast jetzt mal... eine andere Kamera oder nur die? Wir haben noch eine zweite, zeigen wir dir gleich. Aber... Robert, hast du eine andere Kamera oder nur die? Ja, wir haben noch eine zweite Kamera, aber schau dir zuerst nochmal den Ablauf an. Ich mach mal langsamer. Ja, andere Kamera, ich hab's gesehen. Okay, zweite Kamera noch. Der linken Hand berührt er den, oder was? Es ist L, SSL von der Mitte. Richtig, mit der linken Hand ist er am Ball. Oskar, eine SSL von der Mitte. Schau hier. Okay, keine Meter. Hier noch eine. Schiri-Ball. Schiri-Ball, ne? Korrekt, ja. Ja. Du hast den in die Hand ganz leicht den Ball berührt. Perfekt. Ja, klar, perfekt. Aber so ist der Umgang super, okay? Weil es hat ja lange gedauert jetzt, ne? Also, okay. Wann es losging, Oskar? Also zwei Dinge. Erstmal finde ich mein Eindruck, aber Stefan, gib deinen ruhig wieder, die Zusammenarbeit von Hartmann mit Bad Stübner, Hartmann im Keller, total ruhig, total klar. Bad Stübner sehr schnell in seiner Auffassungsgabe, ist doch gut, oder nicht? Also ich muss in dieser Situation, es ist unfassbar schwer gewesen für die Schiedsrichter. Und ich glaube, ich habe totales Verständnis und breche hier auch meine Lanze für die Schiedsrichter in dieser Situation, dass es ein bisschen länger gedauert hat, wo sich ja viele darüber aufgeregt haben. Ne? Also viele Spieler, auch Süle und ja, das kann nicht sein. Ich glaube, so eine Situation, da musst du dir die Zeit nehmen und dann dauert das halt mal 4 oder 5 oder 6 Minuten. Mhm. Ich glaube, ja doch, bin ich schon der Meinung, weil das ist ja für uns schon schwer gewesen. Also wir saßen vorhin auch klar. 10 Minuten zusammen, um da das richtige Bild zu bekommen. Also ich muss sagen, das Verhalten hier von dem Bad Stübner, 1A, top. Seht ihr auch so? Also was jetzt die Entscheidungsfindung angeht. Weil das zweite Thema, was ich habe, aber da kommen wir dann gleich. Dass der Strafstoß zurückgenommen worden ist, ist eine korrekte Entscheidung. Den darf man so nicht geben, denn es ist auch hier ein Spiegeln des Balles durch den Torwart und nicht einfach nur so ein leichter Ballkontakt. Und du hast es schon gesagt, danach kommt ein Zusammenprall. Mehr eigentlich nicht, das hat er auf dem Feld nicht wahrgenommen. Und dass es da einen Eingriff gab, also ja, Benta ja schon auch die Einwände gehört, das ist doch vielleicht keine offensichtliche Fehlentscheidung, aber ihm hat ja ein entscheidendes Detail in der Entscheidungsfindung gefehlt. Und das war die Frage des Ballkontakts. Und das hat alles geändert. Und wenn er sagt, das müssen wir gucken, und Robert Hartmann findet diesen Kontakt und sagt, das ist sozusagen der Decision Changer, dann muss er ihm das auch zeigen. Also der Eingriff war richtig und die Korrektur war auch vollkommen in Ordnung. Das Einzige, was falsch war, aber das wisst ihr natürlich auch,
Er hätte den nicht ausführen lassen dürfen. Ja, natürlich. Na, da das kommen ist wir, ja klar. Aber jetzt zu, ne? Genau, ja. Da sprechen wir ja. gleich drüber. Das ist warum. Die einzige Situation, ja. wo er hätte nach wie vor auf Zeit spielen müssen, um die richtige Antwort zu kriegen. Und das machen wir gleich. Ja. Wollen wir gleich drüber sprechen. Und auch deine Erklärungen interessieren uns natürlich da. Ob er da vielleicht mit Körpersprache oder wie auch immer das deutlicher hätte machen können. Wir sprechen außerdem über den FC Bayern München natürlich. Wir gucken in den Abstiegskampf. Der FC Augsburg ist ein großes Thema. Und wir vergessen, Kalli, keine Sorge, auch Bayern 04 Leverkusen nicht. Nach einer kurzen Pause geht's weiter hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Zum Stahlwerk Doppelpass. Schnell mal die Totale hier von unserer Runde bitte zeigen. Da fehlen doch noch welche. Ja. Anfängerfehler. Wie viel Geld? 3 Euro. Wie viel Geld hast du dabei? Genug für so einen Fall. Ja, alles rein da jetzt, aber sofort. Und ein Kasten Bier. Ach ja. Danke, ja, ja. Und ist Kalli jetzt schon nach Leverkusen abgereist, oder was? Für den Rest halt lieber. Ja. Kalli! Ja, also der wird schon wieder kommen, hoffe ich. Wir sind gespannt. Wann er wieder hier Platz nimmt, freuen uns, wenn er gleich zurückkehrt und machen jetzt. Du bist nicht der Außenseiter in der Runde, keine Nein, Sorge. Das so fühle ich mich auch nicht. Das ist gut, das ist gut. Das ist jetzt nur, weil Kalli seinen Platz noch freigelassen hat. Also wo ist er? Kommt. Wo ist er? Wo ist er? Hier, kommt er. Da kommt er doch! Aber hier, ne, Kalli. Hier, Kalli. Das habe ich, ja. Ich werf alles rein, was da steht. Mach ich für dich, ja? Ich habe 20 Euro hingelegt. Ich mache ja so. Ich wollte jetzt noch mal einen schönen Beifall haben. War doch gut, ist mir das. Ja, ein Auftritt reicht dir nicht, ne? Gut. Können wir weitermachen? Ja, ja. Ja? Okay, dann, warte, ich mache das gleich irgendwie, das ist mir zu viel. Wie viel Geld hast du denn dabei hier? Das ist jetzt mehr als 20. Nee, ich quatsche ja immer viel und mache ein paar Vergehen, kriege ich vielleicht meine Kontozahlung. So, und wenn jetzt mehr ist, ist es ja für einen guten Zweck. Jetzt wieder zurück zur Ernsthaftigkeit. Wir schauen nochmal auf diesen Elferwerten mit Alex Feuerherd, der schon besprochen. Er führt dann aus. Es gab auch einen Pfiff, der kam aber aus dem Publikum. Das haben wir nochmal gecheckt. Und Florian Bartstübner pfeift dann und nimmt das zurück. Hätte er trotzdem in dem Moment irgendwie den Spielern, den Dortmundern eher signalisieren können, es geht noch nicht los, wir sind noch nicht so weit. Das ist nicht glücklich abgelaufen. Ich glaube, das ist vollkommen evident. Das sagt auch jeder, das sagt auch Florian Bartstübner. Ich muss mal grundsätzlich dazu sagen, die Spieler und der Schiedsrichter positionieren sich immer so, wie die Feldentscheidung war. Ja. Das heißt, pfeift er einen Strafstoß, geht er davon aus, der bleibt bestehen und dann positioniert er schon mal alle und sich selbst auch. Wenn aber ein Check läuft, dann ist es natürlich zum Beispiel eine Idee, sich an den Elfmeterpunkt zu stellen und mal zu sagen, ich habe hier gerade noch Kontakt, die checken ja. noch. Und dann halt in dem Moment, wo klar ist, der bleibt bestehen, dann die letzten 3 Meter dann eben nach außen zu gehen und zu sagen, und jetzt gebe ich frei, dann passiert das nämlich nicht. Und so ist halt ein bisschen Verwirrung entstanden. Der darf dann natürlich nicht zählen. Elfmeter muss ja mit dem Pfiff freigegeben werden. Klar. Also das war sicherlich unglücklich, klar. Würdest du sagen, da muss es irgendeine klare Anweisung geben an die Schiedsrichter, wie sie sich in so einem Fall zu verhalten haben? Also ich glaube, dass es die Anweisung gibt. Ja. Die ist so, ja? Also wie signalisiere ich den Spielern, in dem Fall der Mannschaft von Borussia Dortmund, ihr könnt noch nicht ausführen? Reicht das, die Hand ans Ohr zu nehmen, oder ja, muss ich mich... Kannst es ihnen ja auch sagen, du hast ja nach so einem Pfiff immer, es gibt ja immer Diskussionen. Die einen wollen was, die anderen wollen was. Da bist du mit den Leuten im Palaver drin und dann sagst du halt mal, kleinen Moment, hier kommt noch was. Und dann dieses Deuten aufs Ohr oder wie auch immer. Allein mal schon durch die Positionierung da an der Strafstoßmarke zeigt man ihnen eigentlich schon, Moment, so weit sind wir noch nicht. Andererseits, wenn da die Freigabe kommt, soll es ja auch schnell gehen. Er soll dann eigentlich nicht anfangen, dann nochmal die Leute aus dem Strafraum rauszuschieben. Das hat er hier gemacht, aber er hätte schon deutlicher signalisieren sollen, zumindest, dass hier noch nicht freigegeben ist. Kann aber auch nicht damit rechnen, dass dann irgendwie mal so ein Pfiff aus dem Publikum kommt. Hätte vielleicht in der Situation dann reinpfeifen können in den Ablauf, aber ich glaube, er war einfach selber überrascht, ja, dass der Sabitzer jetzt anläuft und schießt. Er war gar nicht gepfiffen, sagt er ja auch, ne?
Ich glaube, wir haben genug über die Szene gesprochen. Also mich hätte es interessiert, wenn er ausgeführt hätte und es wäre Tor gewesen, ob er es nochmal zurückgenommen hätte. Aber ich glaube, wir haben vorher mal über dieses Thema gesprochen. Es ist nicht einfach, die Zusammenarbeit war und Schiedsrichter. Also wir hatten auch einige Situationen durch die Saison und wir sind auch mit den Schiedsrichtern regelmäßig im Austausch. Wie können wir das verbessern? Wie können wir es optimieren? Am Ende war alles korrekt, alles richtig. Das Timing hat natürlich nicht gepasst. Ich glaube, es gibt schon weitere Verbesserungspotenziale, also so Kamerapositionen, wie schnell nimmt der VAR Einfluss, welche Kameraposition sieht er, damit eben Bad Stübner auch schnellstmöglich die richtige Rückmeldung bekommt. Und das Zweite ist für mich, da bin ich, das ist meine persönliche Meinung, es geht im Fußball um extrem viel, jede einzelne Entscheidung zählt. Für mich, ich bin Freund davon, der Chefschiedsrichter soll sich Zeit nehmen für die Entscheidung, weil wenn der Schiedsrichter entscheidet, es ist so, dann glauben wir es alle. Ich glaube, das Problem entsteht häufig, wenn man vom VAR eine Rückmeldung bekommt, der Schiedsrichter entscheidet etwas und man weiß nicht recht, ja, was war dann genau. Ja. Ich glaube, das ist ein Thema für uns. Aber es ist eben auch, wie du es jetzt auch gerade schon gesagt hast, der Druck ist natürlich immens. Man hat ihn, glaube ich, jetzt auch gemerkt in dem Austausch, das muss schnell gehen. Es gibt einen Zeitdruck. Natürlich sagen wir, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Es soll immer genauer sein und gleichzeitig, nach spätestens einer Minute kommen die Gesänge, ihr macht unseren Sport kaputt. Das ist wirklich so eine Gemengelage, die ist nicht einfach für die Unparteiischen, für die Videoassistenten. Und wenn du jetzt sagst, nehmt euch doch einfach die Zeit, lieber noch einmal mehr hingeguckt, als wenn es hinterher heißt, das sieht meine Oma nach 30 Sekunden. Trotzdem nehmt euch doch die Zeit, das nochmal richtig anzugucken. Das ist dann aber auch ein Punkt, den müsstet ihr dann wirklich auch nochmal stärker machen, zur Not auch gegen die eigenen Fans sozusagen, denn genau darum muss es letzten Endes gehen. Es muss eine Entscheidung stehen, mit der man hinterher gut leben kann. Das ist, glaube ich, in so einer Situation einfach das Wichtigste. Ich fand das jetzt total interessant, auch im Sinne der Transparenz. Und ich frage mich, ob es vielleicht eine Überlegung wäre, wenn man sowas regelmäßig zugänglich macht. So Funkverkehr, vielleicht das Extra-Feed, während das Spiel läuft. Oder ist es dann vielleicht zu viel Einsicht, die man dann bekommen würde? Nein, Transparenz ist grundsätzlich keine schlechte Sache. Wir sind auch in Überlegungen, wie wir mit so einer Frage vielleicht umgehen sollen und wollen. Gibt es in anderen Ländern durchaus auch schon, in Spanien, in England beispielsweise, in Italien, ob man das immer eins zu eins so offenlegt oder nicht, ob das sinnvoll ist, ist nochmal eine zweite Frage. Dass man aber grundsätzlich sich öffnet, transparent macht, Transparenz betreibt, Dinge auch erklärt, ist, ja, glaube ich, prinzipiell eine gute Sache. Live im Stadion sowas zu hören, das halte ich für keine besonders gute Sache, nicht. Denn das versteht man auch einfach nicht. Nee. Aber solche Sachen wie dieses Public Announcement, also die Durchsagen, wie bei der Frauen-WM, macht man vielleicht ein Format, wie wir das jetzt hier auch gesehen haben, dass man ab und zu zumindest mal was erklärt und die Leute mitnimmt. Man sieht ja den Effekt bei euch hier auch und bei vielen Zuschauern auch. Ja, aber wir müssen dann Hause natürlich das ist, auch die Sachen reden wir mitbringen, wo es mal nicht so optimal läuft. Ne? Das klar ist ja, ja, immer nur das Positivbeispiel. Nein, das ist auch klar. Ja, genau. Wir hatten ja auch schon in der Pause darüber gesprochen, ob es auch sinnvoll ist, mal jedem Trainer eine Gelegenheit zu geben, ja, eine Auszeit zu nehmen. Die Frage ist dann nur wieder, wenn ich jetzt Trainer bin, nutze ich das, um vielleicht ein bisschen auf Zeit zu spielen oder vielleicht den Gegner auch durcheinander zu bringen. Es ist allgemein ist es eine unheimlich schwere Situation. Ja, wenn ich sage, okay, wir machen das mit Auszeiten oder vielleicht für jeden Trainer eine Auszeit, kann es natürlich auch dazu führen, dass in gewissen Spielsituationen, vielleicht gerade zum Schluss, dass man da versucht, nochmal Zeit von der Uhr zu nehmen. Nun ist ja Karim Adeyemi, der jetzt da beteiligt war, ja eh so ein Sonderfall, weil er so einen Ruf hat, weil er irgendwo in der Schublade steckt. Kann man sich da ganz frei machen von als Schiedsrichter? Ja. Schiedsrichter sollen vorbereitet sein, ohne voreingenommen zu sein. Das ist die Devise und daran halten sie sich auch. Es bringt nichts, ins Spiel reinzugehen. Da gab es immer mal wieder Spieler, über die viele gesagt haben, die neigen dazu, dieses oder jenes zu machen. Robben fällt so schnell, Ribéry greift anderen in die Augen oder was weiß ich. Also, na klar, ist man vorbereitet und hat auf dem Zettel, dass man genauer hinschaut, aber man ist nicht voreingenommen. Und das war auch in dieser Situation, ob es jetzt gelb-rot war oder die ja Strafstoßszene nicht so, das spielt keine Rolle. Würdest du Karim Adeyemi irgendwie da so eine Mitschuld geben an dieser, sagen wir, an diesem Stempel, den er da auf der Stirn hat? Nein, definitiv nicht, weil für die Schiedsrichter darf es überhaupt keine Rolle spielen, wer in diesem Zweikampf oder wie auch immer. Aber er hat ja schon häufiger, sagen wir mal, ja, eher. Dann ist es zufällig abgehoben und unglücklich, aber ich glaube, das spielt in keine Rolle. In dem Spiel jetzt nicht, mein ganz generell? Nee, glaube ich trotzdem nicht. Er weiß ja, dass er den einen oder anderen Fehler mal gemacht hat. Das hat er ja dann auch zugegeben, aber deswegen hast du ja keinen Stempel drauf. Also, das darf auf keinen Fall der Fall sein im Fußball. Man muss immer sein.
Fakten, Fakten, Fakten. Ich verstehe zwar deine Frage, dass da auch mal einer gerne ein bisschen schauspielert, aber im Endeffekt, wenn ich sehe, ich habe bestimmt 200 Sendungen, wo wir hier diskutiert haben, war das dieses, war das jenes. Wir sind ja jetzt meilenweit besser. Und ich sage das mal, wo wir mal kurz vor Schluss von Borussia Dortmund abgefangen haben worden, wurde im letzten oder vorletzten Spiel ein Elfmeter für Borussia Dortmund gegeben. Ich war abends noch im ZDF, Schiedsrichter war Fleischer und ich saß im Stadion, konnte das auch nicht sehen, aber da war das von der Seite der Linienrichter nicht, auch der entscheidende Schiedsrichter nicht. Da waren so viele Leute, die Dortmunder haben, das war in Köln, Druck, Druck, Druck gemacht. Da waren 20 Mann im 16er und Kohle wird vom einen Mann ins Tor geschubst. Also selbst Jürgen Kohle dachte noch, ich habe mit dem später gesprochen, das war ein eigener Elfmeter. Das passiert heute nicht mehr. Auch, dass wir nicht stundenlang hier diskutieren, dass wir diese Bilder kriegen, dann noch den Ton dazu, dann ist das die optimale Kommunikation, was hier passiert. Und dann sollen wir ruhig mal 2 Minuten unterschiedliche Meinungen gelten lassen. Da sind wir um Welten besser wie vor 10 Jahren. Was für ein schönes Schlusswort. Für unsere Rubrik erstmal dir vielen Dank, dass du hierher gekommen bist, dass du diese interessanten Szenen mitgebracht hast und eben im Sinne der Transparenz sicherlich das ein oder andere für die Fußballfans zu Hause eben erklären konntest. Vielen Dank, Alex Feuerherdt, für den Besuch. Bleib noch kurz sitzen. Danke. Das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri. Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was. Und gleich sprechen wir über den FC Augsburg, der ja wirklich Großes möglich hat oder möglich machen kann in dieser Saison, nämlich den Weg nach Europa. Aber vorher wollen wir noch mal schalten nach Leverkusen zu unserem Reporter, der sich dem Stadion annähert und uns noch mal einen kleinen Stimmungsbericht drüber schickt. Manni, grüß dich, da ist ja schon die Schale. Ja, hallo in die Runde. Die Stimmung ist bestens und ja, ich habe tatsächlich die Schale gefunden. Die erste Schale übrigens, die ich heute in Leverkusen entdeckt habe. Gibt es denn irgendwelche Zweifel noch, dass das irgendwie schief gehen könnte heute? Nein, wir sind pure Euphorie, wir haben keinerlei Zweifel mehr und ich denke, wir machen das heute und wir haben es einfach verdient, heute die Schale zu holen. Wir drücken natürlich ganz fest die Daumen und die ist wahnsinnig aufwendig und sehr detailverliebt, diese Schale, denn hier, ich weiß nicht, ob man es so gut erkennen kann, ist sogar 2024 Bayer 04 Leverkusen schon eingraviert. Also der Verein hat sich auf der Meisterschale, zumindest auf der hier, schon verewigt für alle Zeit. Ne? Lustige Anekdote hier übrigens noch von der Marie, die hat nämlich früher bei Rainer Kallmund Zeitung ausgetragen. Hast du viele Prospekte eingeworfen, Werbung, wie war er? Möchtest du ihn grüßen? Ja, aus Blecher unter, liebe Grüße von uns allen an Rainer Kallmund. Hallo! Genau, also vielen Dank euch, ganz viel Spaß heute, die Stimmung ist grandios. Leverkusen ist verewigt und der Trainer ist übrigens hier vorm Stadion auch schon verewigt. Hier läuft eigentlich die Bismarckstraße entlang an der Bayer Arena und die Bismarckstraße heißt jetzt nicht mehr Bismarckstraße am Stadion, sondern Xabi-Alonso-Allee. Also, ich glaube, mehr geht nicht, es ist alles angerichtet, die Fans glauben dran und manche haben sogar auch schon die Schale im Schlepptau. Anni Sedebauer, vielen, vielen Dank. Natürlich heißt sie nicht offiziell jetzt schon Xabi Alonso Allee, ist überklebt worden. Finde ich aber eine sehr, sehr nette Idee. Jetzt kommen wir zum FC Augsburg. Das ist in der letzten Zeit richtig, richtig stark. Wir werden das alles auseinandernehmen und uns fragen, können die das bis zum Saisonende so durchspielen und diese Position im europäischen Wettbewerb verteidigen? Der FC Augsburg auf einer Welle des Erfolgs momentan. Diese Saison könnte eine zum Einrahmen werden für den FC Augsburg. 5 Siege aus den letzten 7 Spielen, Platz 7. Der FCA auf einmal mit ganz neuen Ansprüchen. Für mich geht es nicht um Klassenerhalt, für mich geht es um das bestmögliche Position in Tabelle. Und die heißt aktuell internationales Geschäft. Europa-Ambitionen statt Abstiegskampf. Auch ein Verdienst des neuen Sportdirektors Marinko Jurendic. Im vergangenen August zum FCA gewechselt, beerbt der 46-jährige Stefan Reuter.
Die erste Amtshandlung des Schweizers mit bosnischen Wurzeln eine weitreichende. Nach schwachem Start wird Enrico Maaßen beurlaubt, der Däne Jes Torup verpflichtet. Seitdem geht es nur noch bergauf. Augsburg spielt die erfolgreichste Saison seit 9 Jahren. Torups Bilanz die beste aller FCA-Trainer in der Bundesliga. Das neue Traumduo Jurendić und Torup hat Augsburg auf ein neues Level gehoben. Wir fragen, ist der FCA wirklich schon reif für Europa? Wie offensiv sprichst du über Europa? Gut, ich habe ein paar Euro mitgenommen. Ich kannte das Phrasenschwein. Ich hoffe, dass wir nehmen auch Schweizer Franken übrigens. Ah, sehr gut. Ja, da bin ich gerne bereit, auch was mit reinzunehmen. Ja. Nein, ich glaube, Leverkusen ist schon ein gutes Beispiel in dieser Saison. Also wenn ich jetzt Kalli zuhöre, dann redet er jetzt noch nicht vom Meistertitel, bis es nicht spruchreif ist und nicht rechnerisch möglich ist. Wir wissen, wo wir herkommen. Ich glaube, ich bin seit August hier, wusste natürlich über die Entwicklungen der vergangenen Jahre. Der FC Augsburg hatte über mehrere Jahre, seit 2015 in der Bundesliga, irgendwo immer die Rangierung 12 bis 15. Letzte Saison jetzt auch knapp die Liga gehalten. Auf Führungsebene hat man Strukturen verändert, auch noch vor meiner Zeit. Und ich bin auch zum FC Augsburg gekommen, um eigentlich die Ziele, die sich die Vereinsführung rund um Markus Krapf, Michael Ströll, damals auch noch Stefan Reuter gesetzt hat, dass man den Club noch mal einen Schritt nach vorne bringt. Und die erste Amtshandlung, wie sie hier genannt wird, war natürlich schon auch diesen Trend zu brechen über die Monate, der angehalten hat, neuen Impuls für die Mannschaft, mit dem Trainerwechsel, die Stabilisierung bis zur Winterpause hinzubekommen. Und nach der Winterpause eigentlich eine Kontinuität auch hinzubekommen. Wir haben Optimierungen im Kader vorgenommen, nochmal eine gewisse Ausgewogenheit im Kader erlangt, aber immer mit der Zielsetzung, das Ziel Nummer 1 zu erhalten oder das Ziel Nummer 1 zu erreichen, Ligaerhalt. Und ich habe es am Eingang erwähnt, also für uns ist jetzt mit dem Sieg gegen Union mal ein erster Matchball verwertet worden. Der Rückspiegel ist jetzt mal zu, weil den haben wir sehr lange angeschaut. Und jetzt ist das Spiel gegen Frankfurt, steht vor der Brust und wir werden genauso weitermachen, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Das nächste Spiel ist das Wichtigste und wir werden Spiel für Spiel nehmen. Ne? Ja, da können die ersten Schweizer Franken oder Euro eben rein. Also das nächste Spiel ist das Wichtigste, das ist klar. Aber was hat der Mannschaft gegeben? Was hat er für vielleicht einen neuen Geist in die Mannschaft gebracht? Wie hat er das gemacht? Jess ist mit Bestimmtheit ein ganz wichtiger Faktor für den Erfolg oder für die Euphorie, die auch jetzt, glaube ich, rund um den Verein entstanden ist in den letzten Monaten. Ich glaube, wir wussten, als wir uns für Jess entschieden haben, dass Jess in der Vergangenheit Teams trainiert hat auf höchstem Level, dass er die Teams auch international vertreten hat, dass er aber auch junge Spieler entwickelt hat. Er hat verschiedene Stationen gemacht. Über 400 Spiele als Cheftrainer gecoacht. Das waren schon wesentliche Faktoren, dass wir eine gewisse natürliche Autorität mit hineinbekommen. Einen Trainer, der eine klare Idee hat, an die Spieler glauben. Und man sieht jetzt einige Monate danach, dass er, glaube ich, die Mannschaft, dass er eigentlich das erreicht hat, was wir uns erhofft haben, das Team zu stabilisieren, aber eben auch darüber hinaus jeden einzelnen Spieler noch mal besser zu machen. Du bewusst miterlebt damals oder mitgekriegt, was für eine Euphorie das ausgelöst hat, damals diese Europa-League-Saison, als der FCA Liverpool und diese wahnsinnigen Fanreisen und so weiter, was das bedeutet für so eine Stadt und für so einen Verein? Ich glaube schon. Also in unserem Stadion gibt es noch ganz viele, sei es in den Logen, unten in den Gängen, viele Bilder aus diesen Zeiten. Ich glaube, diese Inspiration, die lebt man im Club. Nichtsdestotrotz weiß man einfach, wie hart die Bundesliga ist, wie jedes einzelne Spiel auf der Kante steht, dass man einfach bis zum Schluss fighten muss, immer diese Basics auf den Platz bringen muss. Und ich glaube, unsere Mannschaft, unser Team hat in dieser Saison durch die letzten Monate einen Charakter entwickelt, Comeback-Mentalitäten kommen immer wieder zurück in die Spiele, haben sich einfach den Erfolg, den wir aktuell haben, durch mannschaftliche Geschlossenheit verdient. Und wir spüren natürlich aus dem Umfeld die Fans, die tragen uns mit, wenn wir die letzten Spiele anschauen. Glaube ich, 18 der letzten 21 Heimspiele sind ausverkauft, die letzten 2 Heimspiele sind ausverkauft. Also das spüren wir schon, nur wir tun gut daran, unsere Konzentration und unseren Fokus einfach aufrechtzuerhalten. Thomas, FCA, gegen die zu spielen, wie ist das? Hat sich das verändert? Hat der FCA sich ein bisschen verändert, was die Spielanlage angeht? Oder ist es nach wie vor einfach nur schmerzhaft und ekelhaft, gegen die zu spielen?
Ein schmerzhaften, ekelhafter war es ja immer. Also das sollte eigentlich auch immer meine Mannschaften auszeichnen, weil das sind die Grundtugenden, die einfach zum Fußball dazugehören. Und gerade wenn du vermeintlich in etwas kleinerer Club bist im Vergleich zu den vielleicht großen Mannschaften, ist es immer wichtig, die eigenen DNA auf den Platz zu bekommen. Sie haben sich, Jure hat es ja angesprochen, super entwickelt. Ich finde es auch gut, dass die nötige Ruhe im Verein ist. Sie haben den Trainerwechsel vollzogen. Er hat funktioniert. Jetzt darf man natürlich auch nicht enttäuscht sein, weil man sieht jetzt auch, dass eine Erwartungshaltung auf einmal steigt. Ja, und sie haben jetzt die Chance und ich finde es gut. Ich meine, es gibt ja auch andere Vereine, auch in Bochum, wo man eigentlich gehofft hat, und das hat jetzt Augsburg, dass man sehr frühzeitig eine Planung angehen kann für die neue Saison, was unheimlich hilfreich auch ist, ja, um vielleicht neue Spieler anzuwerben, in Anführungszeichen, die dann den Kader noch mal punktuell verstärken. Und deswegen sollte es am Ende nicht reichen. Also ich hoffe natürlich für Augsburg, weil ich durfte selber mal ein Jahr in Augsburg spielen. Ja. Zwar noch in einer anderen Liga damals. Aber es wäre natürlich schön für das Umfeld, wenn halt die Saison dann so gekrönt wird. Wir sprechen gleich weiter über den FC Augsburg. Aber wir sprechen auch über den Abstiegskampf. Und da hat Bochum ja gestern auch wieder mal ein unglaublich emotionales Erlebnis gehabt. Viele Fans des 1. FC Köln sind hier heute bei uns in der Sendung. Die haben sich natürlich auch erhofft, dass der FC ein bisschen was mitnimmt bei den Bayern. Und bei den Bayern selbst gab es wieder einen riesen Verletzungsschock. Coman verletzt. Eine Adduktorenverletzung fällt wieder wochenlang aus. Das Lazarett wird immer größer. Was heißt das vor diesem wichtigen Rückspiel gegen Arsenal? Das alles nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk. Doppelpass. Also dranbleiben! Reinspaziert zum Stahlwerk Doppelpass. Hi von Adel und Bent. Wir unterhalten uns in den Pausen und wir sind beim FC Augsburg. Haben ja schon ein bisschen mit dem Sportdirektor darüber gesprochen, wie wichtig Jestorup ist für die Mannschaft, für die Entwicklung der Mannschaft. Und Ruth, du kannst das mit Zahlen noch ein bisschen unterfüttern, ne? Ja, und ich kann das auch noch mal belegen, weil Marenko gesagt hat, also wirklich ein Mann mit viel Erfahrung mit diesen über 400 Spielen als Cheftrainer. Er ist mit zwei unterschiedlichen Mannschaften in Dänemark Meister geworden, war mit Gent in der Europa League, mit Kopenhagen in der Champions League und hat ja selber auch gespielt, unter anderem beim KFC Uerdingen. Also sehr interessanter Mann. Und als er dann eben im Oktober kam, hat er einen rasanten Aufstieg mit dem FCA hingelegt. Damals 4 Punkte Vorsprung auf dem direkten Abstiegsplatz, jetzt Rang 7. Und wenn wir mal auf die Torup-Tabelle blicken, dann sind das 22 Spiele und da sehen wir 34 Punkte. Bedeutet, er ist nach den Top-Mannschaften Leverkusen, Bayern, Stuttgart, Leipzig, Dortmund der erste Best of the Rest, also sogar auf Platz 6. Und das ist ja mal definitiv internationaler Rang. Und interessant auch, also er kommt ja auch sehr sympathisch rüber und nahbar und vor allem auch, der FCA schreibt sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen und der Trainer lebt das aus. Er fährt nämlich mit dem Fahrrad in die Arbeit. Und da sehen wir also wirklich vorbildlich aus der Innenstadt, wo er wohnt, bis hin zum Trainingsgelände und zum Stadion geht das Ganze eben dann in Augsburg mit dem Fahrrad. Da würde es mich dann doch schon mal interessieren, wer von euch hier in der Runde fährt denn gelegentlich mit dem Fahrrad zur Arbeit? Ja. Gute Frage. Du? Ja, im Moment wäre es erstmal wieder gut, wenn man Arbeit hätte. dann könnte ich auch sagen, okay, ich fahre mir mal Fahrrad. Würde ich natürlich machen. Bist du mal in Bochum oder so? Nee. Ja, ich muss eher sagen, ich bin so mehr der Motorradfahrer, wo ich dann auch mal gerne mit dem Motorrad mal gefahren bin. Aber je nachdem, wie weit man entfernt ist, ich sag mal, im Sommer mach das schon Laune. Juri, du auch? Fährst du auch mit dem Fahrrad? Oder komm, aber ehrlich jetzt. Nicht zur Arbeit, aber ich habe ein Fahrrad zwischendurch. Ja. Ah, immerhin. Ja, okay, ein Fahrrad habe ich auch. Ja. Kalli, du auch? Moment, ich war ein sehr guter Fahrradfahrer. Zu meiner Zeit ist man viel mit dem Fahrrad gefahren. Jetzt in meinem Alter fahre ich auch weiter Fahrrad, aber da im Fitnesscenter, da steht. Ja, das ist so fest am Boden. Ja, stehen dann so feste Bewegungen. So das ist nicht so gefährlich, aber ich war wirklich immer ein begeisterter Fahrradfahrer. Wir schauen mal in die Partie von Freitagabend. Wichtiges 2:0. Gucken auf das erste Tor bei deiner zweiten Hälfte. Tietz trifft, aber Stefan, der Fehler vorweg ist natürlich auch puh. Boah, muss ich immer die Fehler analysieren. Ja. Ja, was ist das für ein Fehler? Ja. Boah. Das brauchst du ja nicht analysieren. Nee. Aber eiskalt reingemacht. Alles gut.
Okay, das war das erste Tor. Gucken wir aber hier trotzdem noch mal drauf. Hat sich da dann was gelöst so ein bisschen? Ihr habt euch ja schon schwer getan. Ja, also wir sind in die Halbzeitpause und es war eigentlich das erwartet schwere Spiel. Wir wussten, Union ist die Rückrunde gestartet. Halt. Erwartet schweres Spiel. Ist das wieder? Ja, doch. Also müssen wir direkt. Ich habe noch die Definitionen gelesen. Aber, also. So viele Phrasen kennen wir in der Schweiz nicht. Nein, kein Problem. Also ihr habt in der Halbzeit... Ja, wir wussten, dass Union gerade in der Rückrunde eigentlich auf Augenhöhe ist, defensiv extrem stabil, gut steht, dass es ein Geduldsspiel sein würde. Wir haben doch einige Positionen im Vergleich zu den vorherigen Spielen auch aufgrund Verletzungen verändern müssen und brauchten einige Minuten, um ins Spiel zu finden. Und das 1-0 war sicher so der Dosenöffner am Ende, wo die Mannschaft einfach in einen neuen Flow gekommen ist. Das 2-0 dann von Michel wollen wir uns auch noch anschauen. Stefan, den macht er dann wirklich gut, aber ja, vor allem geht es nach dem Ballgewinn relativ schnell. Ja, vor allen Dingen sieht das ja nach Fußball aus. Also Augsburg spielt ja wirklich mittlerweile richtig guten Fußball. Und dass er ihn natürlich macht, früher bei Union gespielt, ja. Da sieht man das auch am Jubel, also eher zurückhalten. Wird jetzt nochmal gecheckt, ob es Abseits war kein Abseits. Aber freut mich für den Jungen auch, macht er natürlich auch richtig gut rein. Aber das ist der, ja, ich will nicht... Ja, es ist der Lauf, den Augsburg jetzt auch gerade, und diese Selbstverständlichkeit, die Augsburg gerade hat, auch gegen so einen schwierigen Gegner eben dran zu bleiben, die Geduld zu haben und dann zuzuschlagen. Und was ich ganz interessant finde, eine Szene, als Rum Vargas ausgewechselt wurde, die wollen wir uns, nachdem wir jetzt die Zeitlupe nochmal genießen, von Michel auch nochmal anschauen. Der war ganz offensichtlich nicht happy damit, ist ja häufig so. Wirst nicht gerne ausgewechselt, ist ja klar. Geht das sehr, sehr langsam weg. Aber was ich dann interessant finde, ist, wie der Trainer das dann macht, wie er das managt, wie er den Spieler wieder einfängt. Ja, ich kenne die Situation natürlich von vorgestern. Ruben, jeder Spieler will, glaube ich, so lange wie möglich auf dem Platz stehen. In der Halbzeit wussten wir, dass Ruben angeschlagen ist, hat den Oberschenkel leicht gespürt. Und das war einerseits eine Vorsichtsmaßnahme, aber Jess hat es nachher auch an der Pressekonferenz klar gesagt. Am Ball ist Ruben viel gelaufen. Ohne Ball hat ihm das Laufvermögen ein bisschen gefehlt. Und ich glaube, es war ganz wichtig, auch in dem Moment das richtige Zeichen zu setzen, noch einmal einen zusätzlichen Spieler reinzunehmen, der Energie gibt und nicht irgendwie zu viel denken muss. Und ja, war cool, wie das ihm erklärt hat. Ne? Dann, man hat sofort gesehen, wie seine Miene sich aufgehellt hat und er verstanden, so, was du gerade wahrscheinlich auch erklärt hast. Ja, und hat ihm der Trainer auch gesagt dann. Ja, ich glaube, also Jess ist schon auch so. Das ist, er ist sehr nahbar. Er begegnet den Spielern auch auf Augenhöhe, damit der Spieler weiß, was ist seine Rolle, was wird von ihm erwartet. Und das war ein kleines Signal, glaube ich, auch für die ganze Mannschaft. Als Sven vielleicht, das wurde nicht eingespielt, als Sven Michel, der eine ganz schwierige Zeit hatte, in den letzten Wochen wenig gespielt hat, als er das 2-0 geschossen hatte, also da stürmte die ganze Mannschaft zu ihm und das hat einfach auch gezeigt, dass der Kern der Mannschaft richtig gesund ist. Beste bayerische Mannschaft der Rückrunde. Ja, das stimmt. Das ist mir auch bekannt. Also wir sind in mehr Punkte als der FC Bayern. Ja. So sieht's aus. Ja, absolut. Und dann, nachdem dieser Sieg eingetütet wurde die ganze Mannschaft, Funktionsteam und so weiter, waren dann im Tor. Und eine Szene fand ich sehr, sehr interessant. Da gibt es hier dann körperliche, sagen wir mal, Überzeugungsarbeit. Denn Salvatore Bellardo will nicht vor die Fans, wird dann doch geschickt. Das ist euer Zeugwart, ein Unikum, oder? Ein besonderer Mensch für die Mannschaft, für den Verein? Ja, auch das. Salva ist seit gefühlt einem halben Jahrhundert beim FC Augsburg und jeder hat seine Rolle. Ne? Und Salva ist wie der Papa für die Spieler. Wenn man reinkommt, der ist immer da, immer verfügbar und ich glaube, die Spieler geben ihm das mit solchen Aktionen auch zurück. Ich kann das auch nur bestätigen, weil ich durfte auch 2003 in Augsburg spielen und da war Salva auch schon da und auch da war er schon immer jemand, der sehr zurückhaltend war, nie in den Vordergrund wollte. Und deswegen war es ihm, glaube ich, in der Situation auch sehr unangenehm, wenn man ihn kennt. Stefan, das Entscheidende ist, dass die Mannschaft auch diese Antenne hat. Auch die jungen Spieler und sagen, den Alten, ich meine, der Björn-Alter sagt, den nehmen wir jetzt mal und der wird mal gefeiert. Und ich muss das auch mal deutlich, vielleicht eine Minute für Augsburg. Mhm. Ich finde Augsburg ein ganz, ganz großer traditioneller Verein. Die meisten wissen dann nicht, da kommt Helmut Haller. Ja, Bernd Schuster. Ja, da kommt der Schuster her. Ich weiß auch mal was. Ja, da kommt der Bernd Schuster her. Ja. Und sehr gut, Gerd.
Ich klär alle daher. Und jetzt sage ich etwas ganz anderes dazu. Ja. Ob du das weißt, weiß ich noch nicht. Ja, bin also ich von gespannt. Uns war ja mein Schüler, der war ja immer wieder schwierig, Andreas Rettig, aber ein guter Junge. Und der ist damals, also hat komm, ich sagte, ich muss jetzt mal nach Freiburg zum Finke, da war ein paar Tage da oder ein paar Jahre, da wollte ich ihn als meinen Nachfolger holen. Sagte, Kalli, ich brauche ein eigenes Baby. Ich gehe zum FC. Dann haben ja also weggegangen von sich aus, um eine Ablösesumme zu kassieren. Sag ich, was machst du denn jetzt? Sag ich, gehe nach Augsburg. Die waren in der dritten Liga. Sag ich, bist du langsam ballerballer? Muss ich dich zum Doktor bringen? Und jetzt kommt es. Die sind heute knapp 15 Jahre in der Bundesliga. Damals hatte er auch das Glück, dass es ein Ehrenvorsitzender Walter Seinsch, der hat hohe zweistellige Millionen da rein, Trainingszentrum, alles, Stadion gebaut. Und dann, die muss man einfach nehmen, dann kam das eigentlich hoch. Und ich gehe jetzt direkt zur jetzigen Führung. Ne, die beiden, Herr Jure mit dem Trainer Kopenhagen, die in Kopenhagen wissen, die wie Fußball gespielt wird. Wenn du da meistens verlierst du dann noch oder gewinnst nur knapp. Also nicht, ach, was wollen die dann da in Kopenhagen, da mit dem Tivoli waren. Nee, da jetzt richtig heiß her. Und was ganz toll ist, Michael Ströll, kennst du den? Ja, der war schon, weiß ich nicht. Der ist als Praktikant eingestiegen. Richtig, den kenne ich noch als Praktikant. Ist heute ja so ein bisschen der Mächtige mit dem Vorstand neben den zwei Jungen. Also das ist ein richtig gestandener Verein, was ich so verfolgt habe. Und da hat man auch viel Sympathie für. Was ich am allergrößten finde, habe ich jetzt von dem gehört, die haben alle große europäische Jugendmannschaften eingeladen. Früher gab es Paul Renz, alter Sack, der ist im Himmel. Und er hat die größten A-Jugend-Juniorenturniere, wirst du auch bestimmt schon gespielt haben, Rosenau-Stadion. Und jetzt hat dieser junge Ströll gesagt, wir lassen das von Paul Renz wieder aufleben. Also auch Tradition, auch von den Jungen. Ich kann euch nur gratulieren. Okay. Ich wünsche, dass Kalli, wir müssen die Werbung. Noch nicht. Alles klar. Danke, Kalli. Ja. Ich wollte den aber mal. Ja, gut. Es ist ja gut, das von dir auch mal zu hören, ja, die Wertschätzung für so einen Verein. Jetzt sprechen wir noch mal ein bisschen über die Mannschaft. Du hast gesagt, ihr habt an der einen oder anderen Stelle Leute dazugeholt. Ihr habt ein bisschen mehr Stabilität, ein bisschen mehr Ausgeglichenheit im Kader. Ihr habt aber auch ein paar Leute, die durchaus auch Interesse wecken von anderen Vereinen. Vor allem natürlich mit Demirovic einen, der wirklich ordentlich trifft und immer wieder genannt wird, wenn eine Mannschaft einen Stürmer sucht. Wir sehen hier die Torjägerliste, da ist er weit oben mit dran. Er hat Vertrag bis 26, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Könnt ihr den halten? Versucht ihr alles, ihn zu halten? Müsst ihr alles versuchen? Müsst ihr an eure Schmerzgrenze gehen, so einen Mann für Augsburg zu sichern? Schwierige Frage. Jetzt 5 Spiele vor Schluss. Ich glaube, Stürmer sind überall gesucht. In Augsburg macht er es sehr gut. Demi spielt seine zweite Saison, ist Kapitän, hat viel Verantwortung übernommen, nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz. Heißt es geht eher, wenn ihr Europa erreicht? Ich will gar nicht in Eventualitäten denken. Also was ganz wichtig ist, wir haben noch 5 Spiele. In den 5 Spielen kann Demi noch ganz viele entscheidende Aktionen, nicht nur Tore. Er überzeugt ja auch mit Assists für die Mannschaft, ist er einfach von einem sehr, sehr großen Wert. Was das bedeutet, da möchte ich mich heute eigentlich gar nicht damit beschäftigen. Wir sind gelassen. Demi hat noch 2 Jahre Vertrag, sind aber natürlich auch mit dem Spieler regelmäßig im Austausch, weil wir wollen schon auch mit dem Weg oder mit dem nächsten Schritt, den wir aufgebaut haben, wollen wir schon auch eine Plattform für Spieler sein. Also nicht nur junge Spieler, da geht es nicht nur um 18-Jährige, 19-Jährige, die einen ersten Schritt in die Bundesliga machen. Das soll auch so sein. Aber es geht auch darum, dass Spieler das Vertrauen bekommen, wenn man in Augsburg spielt, wenn man gut spielt, dass das eine gute Plattform ist, vielleicht nochmal einen nächstgrößeren Schritt in Champions-League-Sphären machen zu können. Also wir sind gespannt, wie der Weg weitergeht. Momentan sieht es richtig gut aus. Vielen Dank erstmal für die offenen und ehrlichen Worte. Sympathischer Auftritt hier bei uns im Stahlwerk. Danke. Doppelpass. Dankeschön. Und wir sprechen gleich weiter über die Verletzungssorgen des FC Bayern München. Jetzt ist Coman auch noch dazugekommen mit einer schweren Verletzung. Wir sprechen über den Abstiegskampf, über die Situation in Bochum, in Köln, in Mainz. Aber vorher gibt es ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner und in 1,5 Minuten machen wir dann weiter. Jetzt bitte. Vielen Dank zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Und ich habe es Ihnen gesagt, wir wollen über den FC Bayern München sprechen, aber zunächst
hat Ruth ein paar ganz besondere Gäste hier bei uns in der Runde entdeckt. Absolut, hinter jedem starken Mann eine starke Frau oder zwei im Fall von Stefan Effenberg, denn die Mama und die Ehefrau sind da, freut mich sehr. Übrigens ist Carina, die Frau von Thomas, auch da. Also, weitere Bestärkung. Claudia, sag mal, also wir wissen, dass Effe sich wahnsinnig gut vorbereitet auf die Sendungen, sehr akribisch. Ist er zu Hause auch so gewissenhaft? Also ich muss sagen, erstmal muss ich über seine Mutter sprechen. Die will nicht, dass ich was über sie sage, aber ich muss es. Es geht nämlich immer um den Doppelpass. Wir wohnen fast nebeneinander, wir gucken separat, schicken uns gegenseitig Fotos. Und dann heißt es immer, der ist ja heute gar nicht rasiert. Also sagt sie. Sorry. Also... Das ist sehr schön. Da sitzen dann die Frauen zusammen, also nicht ja, nebeneinander, sondern man schickt sich dann die Fotos ab. Und dann, wie findest du das Outfit? Ja, da sagt sie, das sieht sehr schick aus heute. Heute gefällt er mir richtig gut. Ja, also, und Effi, mir gefällt er eh immer. Ankommt, ne? Aber es ist schon immer ganz witzig. Und wie gesagt, vorbereiten, ich glaube, ab Donnerstag darf ich weniger reden. Ich rede ja sehr viel und sehr laut. Und so, ab Donnerstag wird es dann immer weniger. Am Freitag ist er extrem akribisch und hat da nur noch die ganzen wirklich Sport-1-Zettel da, wo man draufschreiben kann, deine Karten zum Ablesen. Da schreibt er und schreibt er stundenlang. Und wenn ich dann irgendwas frage, dann guckt er, was hast du gerade gesagt? Aber also das zahlt sich aus, Effe, ne? Ich habe gesagt, immer. Aber mal eine Frage, ist das jetzt live? Was hast du denn gedacht? Ja. Das ging jetzt schon raus. Und wie ist es denn für die Mama, hier live im Fernsehen dabei zu sein? Ja, ich freue mich, dass ich heute das erste Mal dabei sein darf. Ja, ist schon spannend. Ist schon spannend. Und er macht sich ja auch gut, oder? Claudia, bist du jetzt größter Fan oder größte Kritikerin? Nein, ich bin, sie ist, glaube ich, mehr Kritikerin. Ich liebe meinen Mann so, wie er ist und auch egal, was er anhat und ob er unrasiert ist oder nicht. Und ich weiß aber, dass er wirklich für den Doppelpass, das hat er mir schon so oft gesagt, da sagt er, wenn er jetzt mal so eine kleine Pause hatte oder es waren Ferien oder irgendwas, dann sagt er dann immer, jetzt freue ich mich so auf den Doppelpass wieder. Also der ist da schon wirklich mit Herz und Seele dabei. Und das Schönste ist, wenn wir irgendwo im Restaurant sind oder irgendwo spazieren gehen oder irgendwas ist, er wird immer wieder von fremden Leuten angesprochen und sagt, sie sind der Beste im Doppelpass. Sorry, Florian. Das ist super. Sehr gut. Ja? Ich finde das gerade sehr amüsant. Schön, dass ihr da seid. Und es war alles live. Es ist alles schon rausgesendet worden. Ja, Claudia, ich fand dich mal sehr sympathisch. Aber Stefan, du hast deine Mama ja schon oft erwähnt hier. Ja? Also sagst, oh, da kriege ich Ärger von meiner Mutter, wenn ich was sage. Und du hast neulich gesagt, die könnte auch den FC Bayern trainieren, sagen manche. Da hast du dann eingeschränkt. Was ist es, wie ist es, wenn sie so direkt da ist und dir dann nachher sagt, Stefan, da warst du aber... Nein, ich freue mich. Sie hat es ja gerade gesagt, ist die erste Sendung für sie, dass sie überhaupt hier ist. Hat mich tierisch gefreut. Nächste Woche ist sie auch nochmal dabei. Ja, ich habe meiner Mutter oder meinen Eltern natürlich unwahrscheinlich viel zu verdanken, logischerweise. Ja. Sonst wäre sie auch heute nicht hier. Ich finde natürlich die Kleidungswahl auch überragend. Ja. Ja. So ist es. Und? Oder? Auch wenn, Stefan, du ja auch immer versuchst, so dieses Bad Boy-Image weiter aufrechtzuerhalten. Ich weiß, du bist ein totaler Familienmensch und wenn es um die Familie geht, dann wird das Herz des Tigers ganz weich. Und deswegen haben wir gedacht, können wir mal diesen kurzen Exkurs hier machen. Schön, dass Sie da sind, also toll. Und guck mal, und weil die Claudia ganz offensichtlich im Bayern-Fanshop eingekauft hat, machen wir mit dem Bild von ihr jetzt die Anmoderation zum Beitrag über den FC Bayern und dem Sieg gegen den 1. FC Köln. Nach der Champions League ist vor der Champions League und dazwischen hat Bayern in der Bundesliga auch mal wieder seine Pflicht erfüllt. Sie mussten gegen Köln zwar nicht ihr letztes Hemd geben, aber so langsam spielen sie mit dem letzten Aufgebot. Zu den Verletzten und Angeschlagenen kommt mit Coman der Nächste dazu. Er fällt mehrere Wochen aus. Auffällig ist, nur die Oldies Müller und Kane spielen die Saison verletzungsfrei durch. Und da fragt man sich schon, wo kommen nur die vielen Muskelverletzungen her?
Defensiv zeigt Bayern übrigens das bekannte Rückrundengesicht. Köln hat klare Torchancen. Die Null steht bei den Bayern nur, weil der FC offensiv so wenig effizient agiert wie schon die ganze Saison. Gegen Arsenal reicht diese Abwehrleistung sicher nicht. Und auch offensiv sollte sich Bayern steigern. Ein Chancenwucher wie gegen Köln könnte das Champions League-Halbfinale kosten. Doch die gute Nachricht in dieser Saison lautet ja: In der Champions League ist Bayern immer noch ein Spitzenteam. Dem kann man nur zustimmen. Aber Stefan, die Personalsituation macht das Ganze jetzt nicht einfacher. Gerne. Absolut schwierig. Gnabry kommt aus einer langen Verletzung wieder, verletzt sich letzte Woche. Coman gestern mit dieser schweren Verletzung. Das ist natürlich bitter. Bitter für das Team, bitter für Thomas Tuchel und bitter einfach, weil sie individuell einfach den Unterschied auch ausmachen, offensiv, und unfassbar wichtig sind auch für Harry Kane. Für Coman tut es mir natürlich persönlich extrem leid, aber das Spiel jetzt am Mittwoch hier in München, auch wenn die Jungs, also die beiden jetzt ausfällen, Neuer kommt ja zurück, wurde ja nur geschont, vorsichtshalber aus, wie gesagt, geschont, bin ich mir sicher, dass die Bayern wieder das Champions-League-Gesicht zeigen und am Mittwoch auch weiterkommen. Wie optimistisch bist du denn, Markus, als Bayern-Fan? Verhalten optimistisch, ja. Weil ist er noch nicht so sicher, ob Sané dann auch spielt. Und dann wird es vorne schon sehr, sehr eng mit den ganzen Verletzten. Und die Frage, die auch im Beitrag gestellt wurde, wo kommen diese ganzen Muskelverletzungen her, das ist eine, die ich mich die ganze Saison schon frage. Und ich weiß nicht, gibt es Theorien? Ist es der Rasen? Wird zu viel? Wird zu wenig trainiert? Ja, die Diskussion läuft ja gerade. Didi Hamann hat gesagt, die trainieren zu wenig. Andere sagen, ja, dieser Hybridrasen, der jetzt da verlegt wurde vor anderthalb Jahren. Hast du eine Erklärung oder gibt es einfach so Phasen, wo sich das häuft? Ja, es gibt so Phasen. Ich meine, das Problem hatte ich auch auf Schalke. Dann kommt da natürlich noch ein immenser Druck dazu. Dann ist eine Saison, die nicht im Sinne des FC Bayern verläuft, was die Bundesliga anbelangt, wo vielleicht auch so psychologische Dinge eine Rolle spielen. Und ja, ist manchmal schwierig zu sagen. Ich glaube nicht, dass sie zu wenig trainieren. Sie haben normalerweise auch genug Spiele. Mhm. Sie haben immer wieder Personal gehabt, wo sie hätten wechseln können. Jetzt ist eine Situation, die sehr, sehr schwierig ist. Und trotzdem bin ich sehr, sehr optimistisch, weil sie gerade in der Champions League nochmal eine riesen Chance haben, trotzdem noch einen Titel zu holen. Und ich freue mich auch auf das Spiel am Mittwoch. Stefan, die Bayern von der Spielanlage sind ja keine Mannschaft, die wahnsinnig viel läuft. Ja? Also sie sind ja, was die laufenden Kilometer angeht, eher unten in der Bundesliga, sogar letzter, weil sie eben Ballbesitzfußball spielen. Genau. Aber also meine einfache Logik ist, je weniger du läufst, desto weniger Muskelverletzungen dürftest du doch eigentlich haben. Ist das irgendwie Quatsch, was ich da sage? Dann hattest du ja nie eine. Genau. Ich fahr Fahrrad. Wie es so. Ich fahr Fahrrad, genau. Ich glaube, es gibt einfach in jedem Team besondere Spieler. Guck mal, wie der lacht hier. Kommt da aus. Ah, jetzt hat's ein kleiner Drecksack. Okay. Es gibt halt verletzungsanfällige Spieler, die eben in ihrer Karriere unfassbar viel mit Muskelverletzungen zu tun haben. Ich bin bei dir, das hat nichts mit dem Training zu tun. Die werden heute so gesteuert, jeder einzelne Spieler von der Belastung her, dass die individuell dann zum Teil auch in die Regeneration gehen oder ins Training gehen. Also daran liegt das definitiv nicht. Borussia Dortmund im letzten Jahr und auch vorletzten Jahr hatte auch hohe oder große Verletzungssorgen, Muskelverletzungen bei vielen Spielern. Ich glaube, das sind unglückliche Umstände. Und bei Coman ist es ja nicht das erste Mal, bei Gabriel auch nicht. Das sind halt diese Spieler, ja, du hast die mit diese Mehmet Belastung auch erlebt als Mitspieler. Genau, ne? Mehmet Scholl war zum Beispiel früher ein Spieler, der konnte halt nicht 7 oder 8 Spiele am Stück über 90 Minuten spielen. Das ging einfach nicht vom Körper, von der Physis her. Den musstest du steuern, indem du ihm 2, 3 Spiele gegeben hast, 90 Minuten, und dann musstest du ihn rausnehmen. Es gibt halt solche Spieler. Aber das ist natürlich unglücklich. Aber das jetzt daran festzumachen, die trainieren zu wenig, ist ja vollkommener Quatsch. Ja. Weil wenn du in dem Rhythmus der Champions League durchgehend bist in der Saison, wo du permanent mehr oder weniger englische Wochen hast, plus die Nationalmannschaften, dann kannst du ja logischerweise nicht so viel trainieren. Ja. Wir machen eine kurze Unterbrechung, sind gleich wieder zurück, wollen noch große Emotionen erleben im Abstiegskampf VfL Bochum. Wir wollen nochmal nach Leverkusen schalten, da wartet der Oberbürgermeister, man bereitet sich nämlich schon so langsam vor. Da war ja immer die Frage, haben die überhaupt einen Rathausbalkon, wo man eine Meisterschaft schön feiern kann. Den werden wir gleich noch hören. Und
Wir zeigen Ihnen dieses Bild nochmal. Ein Musiala-Trikot löst erst Freude und dann einen Heulkrampf aus. Da merkt man einfach, was es den Fans bedeutet, wenn sie von ihren Stars ein Trikot bekommen. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Zurück zum Stahlwerk Doppelpass. Hier ist unser Set im Flughafen Hotel, im Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Hajo von Hadeln. Lassen so sanft die Musik ausklingen. Und ich habe gehört, unser Kollege Manfred Sedelbauer ist in Leverkusen noch mal bereit. Und ich glaube, du hast gleich den Bürgermeister. Ist das richtig? Den Oberbürgermeister, oh, wohlgemerkt. Also es tummeln sich auf jeden Fall schon ganz, ganz viele Fans in und um die bei Arena herum. Und der Oberbürgermeister ist jetzt bei mir, Uwe Richrath, der heute nicht nur Oberbürgermeister ist, sondern natürlich auch brennender und glühender Bayer-Fan. Herr Richrath, zeigen Sie mal Ihre Hände. Wie geht's Ihnen? Was macht die Nervosität? Es geht noch, aber ich bin schon nervös, aber nicht so, dass ich zittere. Jetzt haben wir heute ja schon in der ganzen Stadt gesehen, Leverkusen befindet sich im Ausnahmezustand. Was ist denn heute während des Spiels und auch davor geplant? Also während des Spiels hat man ja schon gesehen, ist die ganze Stadt schwarz-rot gekleidet, ganz viele Ecken, da wird schon ein bisschen gefeiert, aber natürlich auch konzentriert gefeiert. Wir wissen ja, was es bedeutet, den Titel Vizekusen zu haben. Deshalb sind wir noch sehr gespannt, aber wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass es heute klappt. Ja, was ist für nach dem Spiel geplant? Gibt es irgendwie eine Sause vorab? Ist nichts geplant, aber ich denke mal, dass man schon feiert, zu Hause, auf der Straße, im Stadion, wenn es dann klappen sollte, aber keine zentrale Veranstaltung. Man freut sich so dann über das Gelungene, die Geschichte, die wir dann vielleicht schreiben für die Stadt, die Mannschaft, die Fans. Und deshalb feiern wir natürlich dann auch gerne, wie die Rheinländer immer feiern, wenn es so etwas Tolles zu feiern gibt. Und das wäre ein grandioser Moment. Das glaube ich auch. Eine Frage müssen wir Ihnen noch stellen. Jetzt kann Leverkusen heute theoretisch deutscher Meister werden. Dann spielt man noch im Pokal, im DFB-Pokal, Europa League. Was wird denn auf die Beine gestellt und wo vor allem und wann, wenn es denn mit den Titeln klappt? Also bin ich super froh, dass wir heute erstmal hier drum spielen und die anderen, dann auf jeden Fall das Finale in Berlin steht ja schon fest und vielleicht dann Europapokal. Und das machen wir ganz in enger Absprache mit dem Verein, da werden wir was Schönes auf die Reihe bekommen. Da bin ich total von überzeugt. Aber Sie können noch nichts genau sagen. Wir werden das gut planen, aber heute geht es erstmal darum zu gewinnen, ja, egal zu welchem Spielstand, dann die anderen Sachen auch noch einzulocken und dann feiern wir. Dann lassen wir es nochmal ganz richtig knallen, aber eben auch gebürtig. Ich merke schon, Herr Richrath, Sie haben so das Xabi Alonso gehen, also man zeigt sich noch ein bisschen zurückhalten, aber Fakt ist, wenn das heute hier klappen sollte, dann wird auf jeden Fall gefeiert. Ja, und ich will eine Frage gerne oder vielleicht sogar zwei hier aus München auch nochmal stellen an den Herrn Richrath, an den Oberbürgermeister, um Gottes Willen, da habe ich wirklich ja richtig ins Fettnäpfchen getreten. Gibt es denn einen Balkon? Die Frage stellt sich ja die ganze Zeit. Habt ihr irgendwas, wo man dann das ganze Silberne auch ausstellen könnte und mit den Fans, mit der Stadt feiern könnte? Ich gebe die Frage direkt weiter. Wir haben den Herrn Richrath ja schon vor einigen Wochen besucht. Ach so, er hört mich nicht. Da haben wir uns auf die Suche nach einem Balkon gegeben. Damals gab es noch keinen. Aber ich hake mal nach. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Balkon? Wo kann denn im Falle der Fälle gefeiert werden? Also wir werden schon einen wunderbaren Ort finden. Und wir haben viele Balkone in der Stadt. Also wir haben auch andere schöne Plätze. Deshalb werden wir den richtigen Ort auf jeden Fall finden. Okay, also auch ohne Balkon wird es, ja. Wenn es auch nicht der am Rathaus ist, es gibt genügend Balkone in der Stadt, vielleicht wird es ja einer von denen. Und eins noch ganz kurz, auch wenn er mich nicht hören kann, aber vielleicht kann er ja zuschauen. Wir erinnern uns doch da, wenn große Pokale errungen werden. So sollte man es als Oberbürgermeister nicht machen. Das war damals Peter Feldmann. Der den Frankfurtern den Europa League Cup da aus der Hand genommen hat. Das also nur als Hinweis von uns so nicht. Aber ich glaube, so wie wir den Herrn Richrath jetzt erlebt haben, das würde ihm auch nicht passieren. Dann sage ich Dankeschön an den Oberbürgermeister und vor allem an dich, Manni. Liebe Grüße nach Leverkusen und viel Spaß gleich beim Spiel. Apropos Balkon. Ja, jetzt. Ich kann natürlich aus der Vergangenheit sagen, dass das Rathaus in Leverkusen früher einen Balkon hatte. 1988 sind wir UEFA-Cup-Sieger geworden. Ja. Aber dann war das so, wir haben ein Viertelfinale überraschend hier in Schuster, Gary Lineker in Barcelona gewonnen, ein Endspiel.
glücklich. Das Halbfinale gegen Werder Bremen. Und da wurden wir im Vor, da gab es zwei Finale, 88. Da gab es zwei Finale, haben das erste 3-0 verloren und hatten wir dann zum Rückspiel natürlich noch keine große Organisation. Da gab es 3-0, Verlängerung, Elfmeterschießen. Da wurden wir UEFA-Cup-Sieger. Da haben wir am nächsten Tag gesagt, Autos, Cabrios, alles drin, den Leuten Bescheid gegeben, die Straße fahren wir ab, die standen an der Straße, Balkon war da, ich glaube, eine kleine Klitze waren wir schon für den DFB-Pokal. Aber du brauchst doch keinen Balkon. Weißt du, was man da machen kann? So ein Bodest, ganz hoch bauen und da können die Leute ganz da rumstehen und dann sind nicht nur die Fips in der ersten Reihe vorm Balkon, noch die Fans alle. Ist ja kein Problem, Junge. Verstehst du das? Ganz einfach machen. Ich hätte auch noch zwei kurze Fragen an Kalli. Zwei Sachen. Zum einen, was singen die Leverkusen-Fans? Deutscher Meister wird nur der? Jetzt wirst du ekelig. Ne? Also jetzt in diesem Jahr, jetzt in diesem Jahr werden sie singen, das steht ihnen auch zu. Deutscher Meister wird nur der S. Bayern 04 haben wir nicht gesungen. Ja, komm, das fangen wir jetzt nicht den Fürdefanz. Ja, das muss das 30. Wir können nicht alles regeln. Jetzt haben wir schon mit dem Balkon das geregelt. Das gut da machen wir Protest und da können nicht nur die Fips. Ob gut oder schön singen, ist mir scheißegal. Hauptsache, wir werden es. Verstehst du das? Ganz einfach. So können wir Gesangverein da. Sollen Fans bitte. So, jetzt wollen wir aber auch noch mal ein bisschen über den Abstiegskampf sprechen, weil da deutet sich das ja an, dass das sah eine lange Zeit ja so aus, als wären es nur drei Teams da unten, die das unter sich ausmachen würden. Jetzt erweitert sich das Ganze und wird richtig dramatisch, Ruth. Das ist so. Also die haben ganz andere Sorgen, muss man sagen, da unten im Tabellenkeller, weil Mainz da im Moment richtig stark unterwegs ist und Wolfsburg und Union noch mit reinzieht. Also alles enger zusammen, die Bochumer da mit unten drin. Und dann sehen wir eben hier, wie sich das nur mit wenigen Punkten Abstand alles so gestaltet. Und vor allem bei den Kölnern ist noch zu erwähnen, die spielen noch gegen Darmstadt und Mainz direkte Abstiegsduelle. Und die Bochumer haben ja jüngst ihren Trainer gewechselt, also Thomas Letsch. Da war dann die Rückendeckung doch nach 6 sieglosen Spielen und eben dem Absturz auf Rang 15 nicht mehr da. Und dann hat es einmal mehr Heiko Butscher übernommen. Der ist ja lange im Verein, hat da seine Karriere auch aktiv begonnen und beendet und war schon jetzt insgesamt 4-mal als Interimstrainer da eben jetzt im Einsatz. Und er soll es im Moment richten. Aber wenn wir schon Thomas Reis da haben, der Aufstiegstrainer der Bochumer, der ja quasi der Vorgänger von Thomas Letsch war, dann interessiert uns natürlich auch, während wir hier noch ein paar emotionale Bilder sehen, wie denn Thomas aktuell die Ausgangslage jetzt bei Bochum sieht. Und da haben wir gerade eben mit dem Blick auf die Tabelle schon feststellen können, das wird nochmal richtig, richtig eng. Ja, wie siehst du die Situation für den VfL? Ja, zum einen muss ich natürlich auch immer aufpassen, was ich als ehemaliger Trainer dann auch sage, weil man hat auch keine Lust, jetzt in Überschriften böse oder überspitzt zu lesen, dass man irgendwie nachtritt oder Sonstiges. Mhm. Im Endeffekt ist es eine ganz, ganz schwierige Situation. Sie waren vor Wochen gefühlt schon raus, sie haben die Bayern geschlagen, da war eine riesen Euphorie da und das Fußballgeschäft hat sich sehr schnell wieder gedreht. Sie haben die Spiele nicht gewonnen, sie haben die Punkte zu Hause liegen lassen, sie haben gegen die direkten Konkurrenten nur einen Punkt geholt. Mhm. Ja, und dann hat der Verein eine Entscheidung getroffen, den Trainer zu wechseln. In einer Situation, ich glaube, ich kann mich daran erinnern, im Herbst war eine ähnliche Situation, war auch relativ früh in der Saison, da wurde der Vertrag verlängert. Dann jetzt in der jetzigen Situation haben sie den Trainer gewechselt. Ist natürlich sehr, sehr schade. Weil ich höre daraus, dass du das vielleicht anders entschieden hättest. Ja, was heißt anders entschieden? Ich meine, ich bin da nicht betroffen. Deswegen sage ich ja, ich muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein. Und ich finde auch man hat ja ein bisschen, finde ich trotzdem den Vergleich mit Leverkusen. Alonso hat am Anfang auch ein bisschen gebraucht, um da seine Philosophie reinzubekommen. Auf Platz 17 übernommen, ne? Eben. Und wenn ich überlege, jetzt könnte ich wieder Werbung in eigener Sache betreiben, ja, mit Schalke in der Rückrunde 4 Punkte weniger geholt im letzten Jahr als Leverkusen. Und man sieht, wie schnell das gegangen ist jetzt in Leverkusen mit Alonso, mit der Mannschaft. Und in Bochum ist es so, dass jetzt man natürlich immer für den Kollegen hofft. Er hat die Mannschaft von mir in einer schwierigen Situation, aber am Anfang der Saison übernommen. Es ist sehr, sehr schade, weil eine riesen Euphorie da war. Mhm. Und man sieht, in der 90. Minute in Köln hast du zu 75% den Klassenerhalt sicher, hast deinen Job sicher. Kriegst noch zwei und in der 94. Minute ist dein Job weg. Ja. Und dann sieht man, wie schnell das ist. Und das ist sehr, sehr schade. Und es wird mit Sicherheit, man hat es auch gestern gesehen, eine sehr, sehr schwere Aufgabe, weil gerade Mainz das Momentum auf der Seite hat. Wir gucken mal rein ins Spiel, Stefan. Und da passiert dann Kevin Schlotterbeck ein Eigentor, das dann
auch wirklich zur Situation passt. Das ist Slapstick pur. Ja, absolut. Absolut unglücklich. Mich freut das natürlich dann für ihn wirklich, dass er in der Nachspielzeit dann noch diese, oder in der 90. fast, das 1-1 macht. Aber das passiert, wenn du eben nicht die Sicherheit hast. Normal klärst du diesen Ball und der ist relativ einfach zu klären, sage ich mal. Aber wenn du da eben viele Gedanken in deinem Kopf hast, und das hatte er mit Sicherheit, rutscht vorher aus, das ist natürlich maximal unglücklich. Aber nochmal, mich freut das für ihn, dass er dann noch das 1-1 zumindest macht. Aber wie kann so ein Ding da so reingehen, Jure? Ich glaube ganz fest, dass die Psychologie in so Momenten eine Rolle spielt. Die Mannschaften, die wissen aktuell, dass es gegen den Abstieg geht. Je länger das Spiel dauert, ausgeglichen, jeder weiß, dass drei Punkte entscheidend sind. Also mit drei Punkten verabschiedest du dich hinten. Und je länger das Spiel dauert, umso mehr Druck kommt auf. Dann spielt er auch jetzt die zwei Spiele. Da muss ich sagen, die er gerade angesprochen hat, das tut natürlich doppelt weh. Du führst gegen Darmstadt zu Hause gegen den Tabellenletzten als Bochum, die auch gegen Bayern München zu Hause gewonnen, kriegst dann plötzlich zwei Reihen, die Zählpunkte zählen doppelt, führst eins, spielst eine auch in Köln ganz ordentlich, führst und kriegst dann praktisch buchstäblich letzte Sekunde den Ausgleich rein. Also wo in den direkten Vergleichen, wo die Punkte dann doppelt zählen, das geht schon unter die Haut. Trotzdem dann eben noch den Ausgleich gemacht, auch Kevin Schlotterbeck, für den natürlich auch wichtig, dass er, das hast du ja schon gesagt, dass er diese Scharte da irgendwie wieder gerade ziehen kann, dass sie dann den Punkt noch holen. Ja, das gibt dann schon wieder ein bisschen Kraft? Ja, sollte, weil ohne diesen Punkt wären sie schon auf dem Relegationsplatz. Also auch das war nochmal vielleicht das Gute an diesem Spieltag, dass sie dann letztendlich noch sich gerettet haben, nicht auf den Relegationsplatz zu kommen. Aber man hat jetzt die Paarungen im Kopf, was nächste Woche ansteht. Sie spielen in Wolfsburg, die auch in einer gefährlichen Situation sind. Man kann da trotzdem hinfahren und sagen, okay, mit Sieg ist man an Wolfsburg vorbei, hat Wolfsburg hinter sich, wird keine leichte Aufgabe. Die Heimspiele sind nicht ganz einfach mit Hoffenheim, die noch kommen. Dann fährst du noch nach Union, du musst noch nach Bremen. Mhm. Also es ist schon noch eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Ich höre das bei dir, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, Mainz hat momentan so einen Rückenwind, die haben irgendwie ein anderes Momentum. Beim 1. FC Köln haben wir gesagt, da kommen jetzt zwei Spiele, die extrem wichtig sind, Darmstadt und Mainz, die musst du eigentlich beide gewinnen. Und selbst bei den Bayern hatten sie ja die Möglichkeit, noch was mitzunehmen. Wir gucken mal auf diese Riesenchance, die es da gab zum Ausgleich nach dem Fehler von Upamecano. Stefan. Ja, also nicht nur in dieser Situation. Sie hatten auch in der ersten Halbzeit zwei sehr gute Möglichkeiten, um ein Tor zu erzielen, vielleicht sogar müssen. Aber das ist natürlich eine hundertprozentige, die sie dann nicht reinmachen. Kurz danach kriegen sie dann das zweite, da war der Deckel drauf. Ja. Aber sowas darfst du natürlich im Abstiegskampf auch nicht liegen lassen. Aber das ist dann wirklich alles nachher Kopfsache. Erinnern wir uns mal an Mainz. Die haben in München vor ein paar Wochen 8 Stück gekriegt. Ja. 8 Stück. Wurde dann gesagt, die gewinnen kein Spiel mehr in der Bundesliga. Und was passiert? Die kommen in so einen Lauf rein, bekommen nur ein Gegentor aus den letzten 4 Spielen, holen Punkt für Punkt und spielen sogar richtig guten Fußball. Also dieses Momentum ist wirklich entscheidend. Ich habe es letzte Woche schon gesagt und das ist jetzt nicht gerade auf Kölner Seite. Und bei Mainz ist es ja so, die haben auch einen dänischen Trainer, sicher vom Temperament ein bisschen anders als eurer, aber der scheint den Verein irgendwie angezündet zu haben. Ja, Bo kam damals im Oktober nach unserer Meisterschaft, wo wir auch schlecht gestartet waren in der Nachmeistersaison, kam er nach Zürich und ich weiß in etwa, wie er arbeitet in Mainz, also mich überrascht es nicht, er entfacht schon Feuer. Ich glaube, in so Situationen ist es wichtig, weniger in der Taktik da zu sein, sondern einfach den Kopf frei zu bekommen, die Energie auf den Platz zu bringen. Er lebt das vor. Er zeigt das eigentlich mit jeder Bewegung, mit jeder Ansage und ich glaube, die Spieler folgen ihm und das ist für mich in so einem Abstiegskampf ganz, ganz wichtig. Also auch hier, ich möchte jetzt einen anderen Ausdruck brauchen, aber es ist wichtig, sich einfach zu fokussieren, nicht weiter zu denken, irgendwo, was ist der übernächste Gegner, sondern echt sich gut einzustellen auf den nächsten. Man muss ja auch einfach sagen, wenn du runterguckst und würdest sagen, Darmstadt wird es nicht mehr packen. Ja. Da hast du ja 3, 4 Vereine, die zunächst mal hier in den direkten zweiten Abstiegsplatz spielen. Der tödliche in der Regel ist ja dann von, ob das jetzt Mainz ist, glaube ich kenne ja auch ein bisschen die zweite Liga, haben die eine gute Chance,
die Relegation zu schaffen. Also einer oder sagen wir viele Kinder von mir, meine Enkel sind alle für Bayer, ein paar Kinder für FC. Ich würde natürlich auch alle Daumen und Zehen für den FC drücken, aber ich weiß nicht, wie weit sich das... Ich weiß aber nicht, wie weit sich das auch in den Köpfen... kann sicherlich Stefan besser beantworten. Bei Spielen, wenn ich jetzt sehe, ich kann auch das Urteil nicht, weder von der ZAS, also vom höchsten Gerichtshof, war ja vorher dann von der FIFA-Rechtskammer, und diese Geschichte, du, wenn, ja. du, wenn du zwei Spielserien, die Winterserie, keinen Spieler verpflichten darfst, die neue Serie auch keinen Spieler verpflichten darf. Ich weiß gar nicht, dass du so etwas Schlimmes machen kannst, dass du so zweimal die Sperre hast. Ich kann das Urteil nicht beurteilen, aber das ist ja ein Druck auf der Birne. Das ist der Wahnsinn. Die müssen Drittletzter werden, ne? Und wären eigentlich vielleicht froh, ein Zweitletzter zu werden. Aber die müssen ja auch, der drittletzte Platz ist für die ja das höchste der Gefühle. Und dann bist du schon für viel, viel, viel Schwierigkeiten. Ne? Also dann käme Relegation, vielleicht gegen den ehemaligen Trainer, der jetzt den HSV trainiert, oder gegen Düsseldorf. Das ist natürlich alles Zukunftsmusik, da sind wir sehr, sehr gespannt. Und die größte Problematik der Planung für die neue Saison. Das ja, absolut. Das ist Wahnsinn. Und gleich, Kalli, wird es noch mal ein bisschen emotional. Dann schauen wir auf Bayer 04 Leverkusen, die heute diesen großen Triumph, diesen ersten Meistertitel eintüten können. Und einer der Baumeister dieses Leverkusener Wegs sitzt dankenswerterweise heute hier bei uns im Doppelpass, Rainer Kallmund. Kurzen Moment Geduld, in 3 Minuten knapp sind wir schon wieder hier. Und dann richten wir unseren Blick nur noch auf. Heutigen Sonntag sage ich Hallo hier zum Stahlwerk Doppelpass. Wir sind im Airport hinten, Ayo von Adel und Band sind nach wie vor am Start. Und Kalli, ich habe es gesagt, wir wollen noch mal auf Leverkusen gucken. Ruth ist mittlerweile hier bei uns, aber wir wollen natürlich noch mal ein bisschen beleuchten, was das bedeuten würde und welche Vorurteile und welche Geschichten man jetzt zur Seite rücken könnte, wenn es denn klappt mit dem ersten Meistertitel. So schaut's aus. Ein bisschen vorfeiern wird ja wohl erlaubt sein, denn ein gewisser Optimismus macht sich breit. Einmal werden wir Meister, wir werden es schon sehen. Und dann beginnt in Leverkusen auch endlich eine neue Zeitrechnung, das Jahr 1 nach Vizekusen. Die Geschichte mit Vizekusen fand ich schon immer für schwachsinnig. So schaut's aus. Übrigens, Vizekusen war genau 5-mal Vizemeister. Damit ist Bayer 04 beileibe nicht Rekordhalter in dieser Kategorie. Denn Rekord-Vizemeister mit insgesamt 11 Vizemeisterschaften wurde letzte Saison nämlich Borussia Dortmund. Herzlichen Glückwunsch nachträglich noch. So schaut's aus. Heute werden mutmaßlich alle Tränen der letzten Jahrzehnte in Leverkusen getrocknet. Vizekusen ist damit passé. Aber ein Traditionsverein sind die Pillendreher natürlich noch lange nicht. Wir sind ein Plastikclub, wir sind ein Pillenclub. Ja, wo ist das Problem? Wir stehen dazu. Und ganz ehrlich, seit Vereine wie Hoffenheim und Leipzig die Bundesliga bereichern, wirkt der Werksclub Bayer fast schon sympathisch. So schaut's aus. Dürfen wir jetzt eigentlich schon gratulieren? Kalli sagt zwar nein, wir sagen aber ja. Aber wie haben sie das nur geschafft? Ganz einfach, indem sie einen Mann verpflichtet haben, der früher in seiner Karriere 10-mal mehr Titel gewonnen hat als Leverkusen in seiner kompletten Vereinsgeschichte. Und was bedeutet diese Meisterschaft jetzt für die Fans? Ich möchte so lange leben, bis dass der Bayer deutscher Meister wird. Ich will nicht hoffen, dass am Montag der Sensenmann bei mir anklopft. Bitte nicht! Und wir fragen jetzt wirklich zum allerletzten Mal, was wird aus Vizekusen? Schluss aus, Nikolaus. So schaut's aus. Schluss aus, Nikolaus. Kalli, was wird's dir bedeuten? Ja, die Meisterschaft unwahrscheinlich viel. Also ich spreche jetzt ja nicht vom Triple, das haben wir gehört, aber wir sind so oft wirklich auch unglücklich Vizemeister geworden, dass das mich enorm belastet, dass ich selbst bei dem Spiel jeden
Bochum nach dem 3-1, da laufe ich in das Schlafzimmer, schließe mich ein, ich will mit keinem sprechen, so geht mir dann die Nerven. Und deswegen habe ich das auch eingangs gesagt, dass ich das völlig respektiere, dass ihr darüber spricht, mit so einem Vorsprung, ich eben da defensiv bin, aber nicht aus irgendeinen Schauspielergründen, sondern weil ich sage, ich will dann nur, aber dann mit vollem Genuss die ganze Nacht, mit allem, was dazu gehört. Ich bin all den Leuten, die im Amt, also angefangen von Alonso, der ja dann nicht nur im Moment und nicht nur Fußballkönig von Leverkusen ist, das ist auch von Deutschland, was er macht. Und das muss ich auch mal sagen, was unwahrscheinlich, ich nehme nur zwei Dinge. Als wir im Januar 5, 6 Mann beim Afrika-Cup hatten, der Mittelstürmer, wo ich sehe, sichere Dorffabrik oder vorne, verletzt ausgefallen ist, Palacios, ja, argentinischer Meister, der beim letzten Spiel noch 2 Tore gegen Bayern München ist, auch verletzt ausfällt. Und dann hast du von dem Alonso keinen einzigen Ton gehört, in keinem Medium, nirgendwo in der Öffentlichkeit, dass einer fehlt. Damit baut er natürlich die nachrückende Spieler auf mental anders auf. Die zweite Frage, ich kann das ja so ein bisschen beobachten und auch feststellen, weil ich die kenne, wie der Alonso nicht als Schauspieler der ersten Reihe, sondern auch wie wichtig er seine zweite Reihe, Co-Trainer, Mediziner, Staff, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich dann auch nachher erlebt, wie er die alle 10 Mann im Trainingsanzug mit in die Kurve zu den Fans genommen hat. Er erlebt das, er macht das nicht aus Schau, er lebt das und das ist etwas ganz Unwahrscheinliches für den Verein. Ich würde jetzt am liebsten die ganze Omnibus-Spielleute nennen, die daran beteiligt sind. Das fällt mir auch schwer, weil viele erfolgreiche, verdienstvolle da jetzt nicht genannt werden, aber natürlich ist der Spanier, Spaniello Fernando, der Spanier, der war bei Bertelsmann einer im Vorstand, Konzernvorstand. Und er war aber, oder er ist fußballbekloppt, der Fernando. Was die meisten gar nicht wissen, seine Mutter war schon Dolmetscherin für den FC Barcelona. Bei Hans Krankel und beim Udo Lattek. Ja. Und dann hast du auch Simon Rolfes. Die spielen ja allerhöchst, spielt der Chaka schon im Geiste die Rolle von Alonso, der Alonso im allerhöchsten Level gespielt hat. Der Rolfes hat die auch, ich will, die haben alle so eine Sprache. Und Simon Rolfes als ruhiger Mann von Rudi Völler gut eingearbeitet, muss man auch so deutlich sagen, war ganz entscheidend daran beteiligt, dass er kam. Als er kam, war Leverkusen Vorletzter im letzten Jahr. Und am Schluss waren sie noch im UEFA Cup. Das war auch schon eine Saison, die dann nicht das gleiche Echo findet. So, und dann haben die auch das Glück, der große mächtige Bayer AG-Mann, Werner Wenning, der ist im Aufsichtsrat von Bayern 04. Und da ist denn, wenn du so einen Mann in der Schauzentrale hast, der früher die ganze Welt da im Aufsichtsrat und Vorstand, ist das auch nicht schädlich, so sage ich das mal. Absolut. Und man merkt, wie du das lebst nach wie vor. Und ich sage einfach, ich weiß, was du für einen Anteil daran hast, was Bayer für einen Weg gegangen ist. Und ich finde es hochanständig, dass du alle, die jetzt da in der Führung sind, erwähnst. Und wir haben ja unsere Frage der Woche, da geht es ums Gönnen. Ich glaube, Kalli gönnen alle den Meistertitel. Oder sieht das hier irgendjemand, selbst von den Kölnern, anders? Nee, oder? Das ist doch mein Freund. Jetzt aber der Rest der Republik. Bin gespannt, Ruth. Ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter. Ich glaube nämlich, Kalli, warst du schon bei Dopa on Tour? Wahrscheinlich ja, oder? Der Doppelpass geht nämlich auch auf Tournee sozusagen. Und da gibt es dann immer noch mehr Möglichkeiten zu diskutieren, weil wir ja merken, es gibt noch so viel Redebedarf. Also wenn Sie gerne dabei sein möchten, vielleicht auch in Ihrer Stadt. Es gibt jetzt Zusatztermine bis zum Ende des Jahres. Außerdem bis... Oh, das ist ja Wahnsinn. Also heute haben wir fast 800 Euro eingesammelt. Das finde ich natürlich, genau das allein gibt schon einen Applaus. Vielen Dank. Die Spenden kamen vom FC Bayern Fanclub, die Buhörner, Margret und Claudia Effenberg, das kommt aus deiner Familie, Jürgen aus Bösgesäß, Paulana Friesengeister Emden, die Schmeds Stichjungs, Grüße von der FC-Gruppe. Liebe kennt keine Liga. Besondere Grüße an Thorsten aus der Sportklause Kreins. Antonio und Peter Huber aus Innsbruck. Ludwig Textil und Werbedruck mit Freunden. Hangar 7, Freunde aus Salzburg. Günther und Heidrun Fichtner. Die glorreichen 7 aus Köln.
Ah ja, da ist die ganze Gruppe da drüben. Reinhard Berning. In Gedenken an den Vater Peter Thomas wurde hier gespendet. Manny Erwe, die Italos aus Eppenhausen. Und zum Abschluss Jäger 90 Kultkneipe Wuppertal. Das war's schon. Dankeschön für die Spenden. So, und Kalli, nicht nur dir, sondern ganz Bayer Leverkusen. Ich würde sagen, gönnt Deutschland den Titel. 92% sagen ja, das hat Leverkusen in dieser Saison verdient. Ja, es ist natürlich, weil es eine absolut verdiente Meisterschaft ist. In allen Bereichen, vor allem der Name Xabi Alonso, steht wie kein anderer für diesen Titel. Und die Bayern haben zu viel liegen gelassen. Oder ich wünsche euch alles Gute zur anstehenden Meisterschaft. Endlich mal jemand anders. Und hoffentlich haltet ihr die Qualität in der nächsten Saison wieder hoch. Viele Grüße aus Stuttgart. Also selbst hier die Konkurrenz grüßt. Und das heißt, sie spielen den besten Fußball der Liga. Und das Spielglück haben sie am Ende auch noch. Also absolut verdient und gegönnt. Und jetzt hören wir noch ihre Stimmen am Dopafon. Ich habe die letzten 30, 40 Jahre als Fan von Bayer Leverkusen miterlebt und so viele Tiefen und natürlich auch Höhen, die noch viel höher hätten gehen sollen, erlebt, dass ich von ganzem Herzen wünsche, dass das heute funktioniert und klappt. Ich bin bekennender Bayern München-Fan, gönne aber Bayer Leverkusen den deutschen Meistertitel, weil sie einfach den besten Fußball in dieser Saison spielen. Erfrischend, immer nach vorne, ohne Angst vor großen Namen. Und ich bin auch froh, dass die Bayern mal runtergeholt werden von ihrem Thron. Leverkusen hat es absolut verdient, zu gewinnen, den Meistertitel. Was die einen tollen Fußball spielen, ist absolute Spitze. War nie ein Leverkusen-Fan, aber mittlerweile schon. Ich gönne Leverkusen von ganzem Herzen die Meisterschaft und ich hoffe, dass sie das Triple holen. Vielen Dank für Ihre Stimmen am Dopafon. Damit sind wir schon durch für heute. Thomas, du kommst wieder, wenn du einen Job hast, also ganz egal, ob oder nicht, aber wenn du einen hast, bist du gerne auch wieder hier jederzeit willkommen und wir sprechen uns dann, wenn ihr europäisch spielt, vielleicht wieder. Und Kalli, dir halte ich die Hand gleich auf dem Flug nach Köln und wünsche dir viel Erfolg. Sage Dankeschön euch allen für eine wirklich schöne Runde. Einen schönen Sonntag noch. Nächsten Sonntag sind wir wieder hier mit dem Stahlwerk Doppelpass. Da ist Christian Keller vom FC Köln hier. Das wird auch interessant. Außerdem Steffen Freund, der Europameister. Also lohnt sich nächsten Sonntag wieder. Jetzt sagen wir Tschüss und dann schauen wir mal, ob Leverkusen den ersten Matchball verwandelt. Machen Sie es gut. Schönen Sonntag noch. Bundesliga pur jetzt bei uns hier bei Sport 1. Bis bald.